eine Weile nicht. Genau, in Phantasia auch nicht. Abyss auch nicht. In Abyss auch nicht. In Graces auch nicht. Wenn du zumindest zurück bist und dann. Ja. In Xillia sogar sehr lange nicht. Bei den Symphonen ist es auch verdammt lange, wo du es nicht mehr kannst. Wenn ich bedenke, in Symphonia kommst du eigentlich erst nach Iselia zurück bei CD2, ne? Ich glaube ja. Davor darfst du nicht in die Stadt zurück bis CD2. Das ist echt hart. Ich glaube, das ist Symphonia noch am schlimmsten. So, wir haben jetzt 21 Uhr. Ich denke mal, wir können weitermachen. Ja, dann let's go weiter. Mal gucken, ob wir die 9 Stunden noch irgendwie schaffen. Sprich, das ganze Spiel noch in 2,5 Stunden. Hey. Halt dich ran. Ich habe ja den Fehler in Herakles sogar nochmal behoben. Von daher, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wo ich das sogar noch besser machen könnte. Ich habe keine Ahnung. Schneller wegdrücken. Schneller als was ich mache, kann ich nicht mehr. Ich kann allerhöchstens die Kämpfe ein bisschen schneller machen, aber das spart auch nur ein paar Minuten. Wenn es im Endeffekt eine halbe Stunde ist oder so, die da über ist, dann. Keine Ahnung. Meinst du, du kannst kurz nachschauen, was so Speedrun-Zeiten für Tales of Vesperia sind, für die Xbox-Version? Du meinst also auf Deutsch gesagt, ich google mal nach Omega. Wäre wahrscheinlich schon mal eine gute Idee. Omega. Tales of Vesperia Ich denke mal jetzt auch Speedrun. im Menü habe ich jetzt nicht allzu viel Zeit verschwendet, oder? Schauen wir mal, PlayStation 3 Version. Xbox 63 Speedrun auf Twitch. Gucken wir mal, wie lange der gebraucht hat. Ach ja, hier sind ja erstmal noch die Leute aus der Unterstadt. Hold up. Ja, du musst dich ranhalten. Also das Video von Omega geht nur 8 Stunden, Und was ist die Ingame-Zeit? ne? Er hat so einen tollen Dingens-Counter. Hey, So einen diesen Speedrun. Speedrun-Counter. Bei wie vielen Stunden bist du jetzt? 6,5 etwa? 6,5. Ich suche mal 6,5 Stunden, wo er da gerade ist. 6,42, das war schon ganz gut. Okay. 6,5. Ist er in Saphias gerade im Gefängnis drin und labert mit Raven? Also hat er Saphias da schon durch? Dann hänge ich mal gar nicht mal so weit hinterher. Hat er Saphias gerade durchgemacht und jetzt labert er mit allen Leuten bei 6:30. Das heißt, das ist jetzt vielleicht etwa 10 Minuten entfernt. Ja, circa. Würde ich jetzt mal spontan schätzen. Ja, bei 7 irgendwas? Nee, ich weiß nicht. Ich Sag hab mir einfach, wie lange er gebraucht hat im Endeffekt. Wieso kommen solche Informationen von dir immer, wenn ich schon das Fenster geschlossen habe? Das war doch einfach nur meine ursprüngliche Frage, wie lange er Deine gebraucht hat. ursprüngliche? Meine ursprüngliche Frage. Ja, ich gucke nochmal. Moment, New Game Plus 5,26? Das ist aber, wenn dann nur die PS3-Version, weil man da alle Gespräche überspringen kann. Ja, garantiert. Das erste, was man von Omega findet, ist auch der PlayStation 3-Ding. Ja. 7 Stunden 54 war Wow. Omega seine Zeit anscheinend. Das ist, obwohl, nee, Quatschkram. Da ist er gerade mal bei Sagi. Das war eine Lüge. Na gut, aber danach kommt vielleicht. Das heißt, nur etwas über 8 Stunden hat er. Ja, 8 Stunden 3 war er kurz vor dem Endboss. Wow. Schauen immer weiter. 8 Minuten 7 ist er beim Endboss. Das heißt. Wow. Dann ist ja der letzte Teil doch kürzer, als ich dachte. Ja, der ist auch mega kurz. Du vergisst nämlich, dass du nicht Aunion aufbauen musst und alles. Das Nee, musst nee. du einfach nicht. Deswegen, das So, geht jetzt unheimlich muss ich schnell, erstmal der hier die Rest. richtige Reihenfolge finden. Oh. Da könnt ihr mich ja wieder was erzählen. Das hat auch gedauert. Okay, hier ist Nummer 3. Das heißt, die Nummer 1 ist auf der anderen. Nee, das ist Nummer 2. Nein, das ist Nummer 3. Dann habe ich die Reihenfolge wieder im Kopf. Ich habe den Fisch wieder da.
Fisch? Das ist für mich so eine kleine Fischformation, dass du von oben rechts nach unten links, nach oben links, nach unten rechts gehst. Okay. Mal sehen, habe ich recht? Ist das die erste? Ja, das ist die erste. Also ich weiß auf jeden Fall, das unten beim Knast ist auf jeden Fall das letzte. Mhm. So viel habe ich noch im Kopf. So viel hoffe ich, dass ich noch im Kopf habe. Ich speichere mal eben. Ist ja direkt der Speicherpunkt hier vorne. Gut, also die 10 Minuten, die mir quasi Omega voraus ist, ist wahrscheinlich einfach mal durch die Kämpfe und die Menüspielereien. Jetzt, wo ich es gerade sehe, Omega ist, das weiß ich gerade nicht, ob er der Weltrekordhalter ist. Ich weiß, dass er sich immer mit einem anderen bettelt. War das in Symphonia, wo er den Rekord gemacht hat? Genau, in Symphonia hatte er kurzzeitig den Weltrekord. Allerdings nach 3 Tagen wurde der um ein paar Sekunden geschlagen. Das ist teilweise echt sehr hart, dass es nur Sekunden sind. Ich sehe gerade, hier ist nebenbei Denomus in der Statue. Oh, cool. Das ist mir jetzt gerade auch zum ersten Mal aufgefallen. Na Mensch. Das hat jetzt gerade nochmal 3 Sekunden gekostet, weil ich stehen geblieben bin und umgedreht. Alles nur für Denomus. Naja. Aber gut, da du mir jetzt gesagt hast, dass ich nur quasi 10, 15 Minuten hinter Omega bin, dann passt das ja noch. Ja, also bei 6:30 war er halt gerade mit den Leuten am Labern. Hm. Das ist dann noch ein bisschen Cutscene-Gebrabbel und. Wenn man das alles aufrechnet. Er hat gesagt, jetzt etwas über 8 Stunden gehabt? Ja, 8 Stunden, 6 Minuten irgendwie. Könnte ich sogar vielleicht sogar auf die 8,5 Stunden vielleicht kommen. Mhm. Deswegen, so scheiße bist du gar nicht in der Zeit, wie du glaubst. Hm. Sieht nämlich noch verdammt gut aus. Darf ich mal kurz was sagen? Okay. Diese Siegestraße, ne? Ich verirre mich. 100.000 Wege, du weißt nicht, welcher der richtige ist. Was er ist. Die Fackeln sind der richtige Weg, wenn ich dir das soweit sagen darf. Die Fackeln sind der richtige Weg, okay. Alles andere ist optional. Okay, hier sind keine Fackeln, also nehme ich mal an, ist das hier optional. Hm. Nein, da sind Fackeln. Ah. Weg, Fackeln. Licht. Geht weg. Und war da unten doch der optionale Weg. Oh mein Gott. Lass mich raten, direkt der erste Raum, wo man rumhüpfen muss. Ja. Und wo ganz unten rechts ein Weg nach draußen war. Ich habe den auch erstmal liegen gelassen. Ich dachte, das wäre der richtige Weg. Ja. So ein Rotz. Ich muss jetzt auch nur mal ganz unten rechts. Nö. So. Hier haben wir jetzt alles geöffnet. Man musste hier halt die mehr oder weniger so quasi einen Vollmond machen. Wir haben mit einem Neumond angefangen, haben so eine Mondsichel genommen, dann war der Halbmond, dann war der Vollmond und die Bilder da an der Wand erzählen es einem auch. Genau. Dazu nehmen wir noch ein bisschen Text und vor allem, wenn man die Statuen liest, dann steht auch immer der erste, zweite, dritte, vierte. So kommt man da ganz fix durch. Hey, jetzt haben wir sogar doch mal was zum Spiel gesagt. Oh mein Gott. Okay, wir haben das doch Team noch so mal Ordnung. Was Produktives. Bin ich eigentlich immer noch auf leicht? Ja. Wieso solltest du nicht mehr? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott, ey. Das Siegestraße. Ach ja, dieser Weg hier oben. Eine der finalen Stellen im Final X Dungeon. Oh ja, Final X Erinnerung. Again. So. Wollen wir doch mal hier oben ein bisschen Spaß haben mit 2 Bosskämpfen, die gleich kommen. Und einer der einfachsten Geheimmissionen, wenn man vorbereitet hat. Ich wollte gerade sagen, du kannst es trotzdem nicht machen. Jo, weil ich nicht vorbereitet habe. Nämlich, wenn man an der Stelle, wenn man in Mantec ist, zum ersten Mal dort ankommt, nochmal schläft, bekommt man von Estelle einen schönen kleinen Anhänger, den man gleich im übernächsten Kampf benutzt, wo Yuri alleine kämpft, gegen einen gewissen Gegner, der hier vor uns steht. Was, du meinst Alexei? Nein, natürlich nicht. Nämlich Estelle. Was? Wir dürfen Estelle verprügeln. Oh ja, es ist eine der schönsten Szenen in Tales of Vesperia. Ich meine natürlich. Die arme kleine Estelle. Du weißt ja, ich bin extra den Weg immer im Final X Dungeon gegangen, um Estelle zu verprügeln. Einfach weil man es kann. Du bist ja so anti-Estelle. Ich mag sie nicht. Kann. Leider nicht. 1, 2, 3, zack, zack, zack. Soll ja Kerle geben, die sie mögen, aber. Ja. 1, 2, 3, oh, tot.
Das ist genauso wie Colette. Ich mag auch Colette nicht. Kann mir da nicht helfen. Colette kann zumindest Schalter auslösen oder Bücher finden, indem sie einfach umfällt. Ja, Colette ist zumindest ja nützlich manchmal, aber Estelle ist es einfach nicht. Kann mir da nicht helfen. Ja, Estelle tut ihr Schwein. Nö, sie lebt doch. Seht ihr es nicht da vorne? Leider. Und Cherrier magst du auch nicht. Ja, Cherrier ist aber auch, sie schmeißt sich immer so megamäßig an Aspel ran. Das ist genauso, was ich auch an Natalia nicht mag. Wenn sie da in ihrem typischen Twist ist, oh, wen liebe ich, Luke oder Ash? Ash oder Am Luke? Am besten beide. Am besten nehme ich beide. Oh, es geht mir so auf den Sack. Und genauso wie Martha sich ständig an Emil ranschmeißt. Ja, ich kann sowas einfach nicht leiden. Weißt du, bei Pascal und Hubert war es so putzig. Lieber solche Andeutungen, ne? Ja, ich mag lieber solche wie kleinen Andeutungen. Wie auch bei Jude und Miller. Ja, und nicht so voll fett in ihr Fresse, so, sie sind ein Pärchen, sie stehen aufeinander, mag ich nicht. Das ist absolut schrecklich. Aha, komm ich überhaupt nicht mit klar. Yuri! Aber wie gesagt, es gibt ja genug Menschen, die das voll toll finden. Ich kenne ja viele Fans von Martha und Amy. Ja! Eine Kombo! Und ich habe gerade den zweiten Stern wieder bekommen. Was ist eigentlich der erste Stern? Das habe ich mich jetzt schon öfters mal gefragt. Ich glaube, ich habe schon mal die Antwort dazu bekommen. Oder? Was? Es ist, die Waffe heißt ja nur zweiter Stern. Welcher ist der erste Stern? Es gibt keinen ersten Stern, glaube ich. Weil der erste, das steht ja in der Beschreibung. Der erste ist für Punkt, Punkt, Punkt oder irgendwie sowas. Ich glaube persönlich, das ist ist eine Andeutung auf Brave Vesperia. Brave Vesperia? Ja, und auch das Child of the Full Moon, da gab es irgendwie mal, oh, ich weiß nicht mehr wo genau, es wurde mal diskutiert, dass das auch Sterne sind. Und es gibt einen Zwillingsstern. Ah. Das ist so gesehen dann der zweite. Second Star. Der zweite Stern genau. Ist da quasi bei Vesperia und der erste ist, ja, Child of the Full Moon dann wahrscheinlich oder sowas. Ja, so in etwa war das. Irgendwas hatte ich da mal. Okay, das macht sogar gut Sinn. Gesehen, gelesen, was auch immer. Irgendwo im Spiel war das. Mhm. Interessant. Von irgendeiner random Person, glaube ich, mal gehört oder aus irgendeiner Sidequest. Deswegen, das ist ein Stern-Dings. Mhm. Daher der Second Star, deswegen den First Star gibt es leider nicht. Ah, okay. Es gibt nur Vesperia 1 und Vesperia 2. Ja. Wovon 1 sogar eine Waffe ist. In der PS3-Version. Mhm. Durch die man Yuris zweites Mystic Art einsetzt. Oh ja. Diese riesige Feder. Ja. Die riesige Feder, die gerade one-hitten kann. Ich finde die Feder mega merkwürdig, aber sie ist an sich ganz cool. Aber ich finde an sich aber viele von den zweiten Mystic Arts verdammt geil. Die von Raven ist absolut cool, einfach nur weil er da zwinkert. Das reicht schon Oder aus. Oder Estelle, dass sie mal ihre Elementargeister benutzt. Ja, das finde ich auch verdammt cool, dass sie ihre Elementargeister benutzt. Oder einfach nur Rita. Indignation. Es ist Indignation, es hat sowieso gewonnen. Und Repeat, er macht sein fucking zweites Auge auf. Flynn, seine Mystic Art, ist auch schön. Und die von Flynn und Yuri zusammen. Oh ja. Oh ja. Gut, die für Judy ist sowieso reiner Fanservice mit den wackelnden Brüsten. Ja, die ist wirklich einfach nur Fanservice. Die von Carol, ja. Er ruft einen riesigen Robo. Finde ich aber auch relativ cool, weil in der Xbox-Version hat der Roboter einfach gar keinen Sinn. Doch, der verstärkt einige von Carols Arts. Ich weiß nicht welche, ja. Aber der verstärkt einige Arts so ein bisschen. Ja, weil, komm, man erwartet sich mehr dabei. Mhm. Wenn du da so einen coolen Roboter hast und in der PlayStation-Version ist es einfach deine Mystic Art. Ja. Finde ich mega cool. Indignation Judgment. Oh ja, auch ein sehr schönes Mystic Indignation Art von Judgment. Genus. So, jetzt müssen wir alle Leute finden. Ja, jetzt bist du da, wo Omega war, bei 6:30. Und ich bin jetzt bei 6:38. Ja, passt. So, das heißt jetzt erstmal hier runter. In der Küche sind zwei, im Knast ist einer, in dem letzten Raum sind zwei. Und bei der einen Mondstatue sind zwei. Vor dem Knast. Ja, meinte ich auch im letzten Raum. Ach so. Im letzten Mondraum, meinte ich dann. Ja. Und ja. Halt in der Mitte, da ist Judy. Okay, dann weiß ich, wo alle sind. Die Frage ist nur, wo später Patty ist, wenn ich das in der PS3-Version mache. Und Flynn. Und, ja gut, Flynn, mit Flynn haben wir eben gesprochen.
Oh, aber ich denke mal, Flynn muss dann auch noch extra suchen. Meinst du, ich krieg's hier gerade gebacken, einen Panzer Eron zu fangen? Das bitcht gerade richtig rum. Ich finde Panzer Eron deinem Sprite, sag ich mal, jetzt nicht so schön in XY, weil er einfach dauerhaft nur am Fliegen ist. Ja, also vor allen Dingen sieht er total platt aus. Nicht am Fliegen, er ist nur am Gleiten, das finde ich etwas... Ja, er wackelt ja nicht mal mit den Flügeln, ne? Genau, er gleitet einfach nur. Also sowas wie Ibitak, falls du es gesehen hast. Ja, Ibitak habe ich schon richtig gesehen. Also Ibitak habe ich auch schon gerade gefangen. Mit den Flügeln, ja. Und Panzer Eron steht einfach nur... So, als ob der in einer Windböe gefangen wäre und nicht mehr rauskommt, ne? Genau. Ich will doch eigentlich runter, Mann. Da könnte ich runter, da kommt, nein, da kommt wieder Wind, nein, und ich muss schon wieder runter, und hoch, und ich hab keine Ahnung. Bla. Patty ist bestimmt in der Küche. Aber das ist die Küche hier, mehr oder weniger. Sie ist dann bestimmt einfach in dem Küchenbereich weiter rechts. Die ist gerade am Curry essen. Ja, das 7 Jahre vergammelte Curry. Ja. Das ist auch immer wieder toll in Tales of Teilen, wenn du an irgendwelchen Orten bist, wo seit 100.000 Jahren kein Mensch mehr war. Ich sage nur Aetherum. Und du findest da Fisch. Und Ei. Und du denkst dir, lecker. Also ich finde immer noch eins der schönsten ist das Ei im Kamin hier. In Vesperia. Ja. Oder das Apfelgel im Klo. Ja, das Apfelgel im Klo ist ein Klassiker. Ja. Das kann man nicht anders sagen. Ich muss aber gestehen, ich habe noch nicht das Pokémon entdeckt, was dich angefallen hat hier. Das würde ich ganz gerne haben. Aber das sind auch die Pokémon, die so aus dem Gebüsch springen, mehr oder weniger, ne? Die, die dich da gerade anfallen? Ja. Okay. Das war wirklich ein totaler What the fuck Moment. Ja, ich wünschte mir ja, das Pokémon würde mich auch nochmal anfallen. Das wäre unheimlich cool. Fängst du es dann auch direkt? Ja, natürlich. Na gut. War der Plan, warum? Einfach nur so. Frage. Nein, du musst mir keinen Feuerball ins Gesicht haben, Rita. Nicht? Oh Mann. Soll ich sagen, welches Pokémon da in der Siegesstraße wild rumläuft? Einmal wieder wie vorher. Dann heulen aber wieder 100.000 Leute. Ja, das ist, Spoiler! Deswegen, falls irgendeiner sagt, no Spoiler, dann sage ich nicht. Deswegen, da braucht ihr euch nicht wundern, wenn wir irgendwann keinen Bock mehr haben, Sachen zu sagen, weil ihr uns dann flamet, ja? 100.000 Leute wollen es wissen, einer will es nicht wissen und dann werden wir geflamet, ja? Also. Steht sogar extra am Titel dran, glaube ich. Ja, also mittlerweile... Oh, ich habe Ravens ausgestattet. Hallo, Raven! Raven, Raven, danke. Und nein, in X und Y gibt es, glaube ich, kein Wackelgras. Ich habe es zumindest noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Also im Titel steht mittlerweile eher auch drin, Achtung vor Wortwitzen, Spoilern und viel Off-Topic. Deswegen. Aber gut, jemand möchte es nicht hören, von daher lassen wir es auch. Ja. Deswegen. Ansonsten werden wir nur wieder geflamed. Überhaupt nebenbei. Wenn man Raven gerade kein Kostüm gegeben hat, ist er so ziemlich unsichtbar in diesem Knast. Ja. Weil man kommt da angelaufen, das Tor ist normalerweise zu, deswegen sieht man ihn da nicht. Und mit seinem Lila passt er sich so gut im Hintergrund dort an. Ich glaube, ich habe beim ersten Mal ewig nach Raven gesucht, bis ich mal zufällig in die Zelle gegangen bin. Dann sehe ich plötzlich, sprechen? Ich habe ja so gedacht, weil ich habe auch die ganze Zeit Raven gesucht und dann dachte ich mir so, er wird ja bestimmt nicht im Knast sein, wo ich ihn das erste Mal getroffen habe. Ne? Gehe in den Knast, denke mir so, ne. Okay, ist er halt doch im Knast. Aber auch schön, dass man da noch ein bisschen Ausrüstung für ihn findet. Ja. Massen-Ordoch-Kämpfe, oh Gott. Gibt's überhaupt Ordoch wild in XY? Ich habe noch keins gesehen. Ich auch nicht. Ich habe auch generell noch kein Pokémon gesehen, was Masse Erfahrung gibt. Aber gut, wozu auch? Ja, ich wollte es gerade sagen, man kriegt so oder so genug Erfahrung. Ja. Stirb, kleines Azumarill. Ich meine, macht mein Phoenixes macht dies. Ach, Phoenixes hieß ja die letzte Form, genau. Von Finks. Wobei ich mich dann frage, wo kommen die ganzen Namen auch her? Igamaro ist ja Igel und Marone. Ja. Bei Iga Hanisch halt von Igel und Hanisch. Und Brigaron ist Brigadier und Marone, würde ich sagen. Ja, Finks kommt von Fuchs und Fix, weil Fix und Foxy, Finks und Froxy. War das irgendwie sowas? Ansonsten Routena. Ja, Rute, den Stock, den sie da hat. Und das A kommt von Medusa, ne? Ganz genau.
Phenexis, habe ich keine Ahnung, wo das herkommen könnte. Ja, Froxy, wie eben schon sagt, Frosch und Foxy. Wie ist die zweite Form von Froxy? Ich wollte gerade sagen Fennec, weil Fuchs halt, ne, und halt Hexe. Ja, und dann halt ist als, ja, als Endung einfach. Nein, die letzte Form von dem Gamaro ist verdammt cool. Ich mag Amphizel, genau. Amphibie und Isel, Niesel. Oder irgendwie sowas in der Art. Halt was Wassermäßiges und dann Quajutsu von Quark und Biotsu. Ist ja auch ein fucking Ninja-Frosch. Mit überhaupt. Wasserschuriken. Es gibt Attacke, der heißt Wasserschuriken? Ja, Wasserschuriken. Das ist Ist der total Name nicht klasse. Zu lang? Aber nee, man darf ja 16 Zeichen jetzt. Nee, die Attacke gibt's wirklich. Und was macht die so? Einfach nur Schaden? 15 Schaden und ich glaube mal 5 kann es sein. Okay, Physischer so eine. Wasserschaden. Total, cool. Totaler Quatsch für Quajutsu, aber gut. Aber die Attacke ist einfach nur cool. Es ist einfach Stilgrund, ja. Ja. Und aber gut, mein Quajutsu hat auch Aquahaubitze, also. Allgemein finde ich auch das Thema schön mit einem Kämpfer, mit einer Hexe und einem Ninja. Ich bin immer noch total fasziniert von der zweiten Entwicklung von Finks mit dem komischen Stock da in ihrem Puschelschwanz. Finde ich total toll. Das habe ich schon am Anfang des Streams gesagt. So, wir müssen jetzt wohin? Saude. War das jetzt schon direkt nach Saude? Ja, ich glaube, du musst in die Mitte fliegen. Okay, dann auf nach Saude. Weil Alexei ist ja abgehauen, bla. Stimmt ja, wir sind ja noch im zweiten Kapitel, wir sind noch gar nicht im dritten. Ja. Ich glaube, wir schon vom Kopf her im dritten Kapitel. Nee, du weißt ja halt, dass er weg ist. Und ja, jetzt musst du halt in die Mitte fliegen und dann siehst du Saude. So, mal gucken, wie lange wir für Saude brauchen werden. Saude ist ja einfach. Ganz genau. Schauen wir gleich direkt auf die Uhr. Hallo Pharaoh, tschüss Pharaoh. Bitte stell dich besser an als Micha. Bitte. Ich weiß zumindest, wo ich die Dinge hinschieben muss. Ja, das ist schon mal ein sehr großer Trost. Das wusste, glaube ich, Micha nicht. Nein, das musste ich ihm über den Chat erklären. Das war ein Spaß. Oh je. Ich glaube, nach Saude bin ich sogar in Skype gegangen. Ah, okay. Weil das so schrecklich war zu erklären. Da habe ich es dann so erklärt. Gott. Die Siegestraße ist ein bisschen abartig groß, ne? Kann das sein? Und abartig lang, wenn du alle Trainer machst. Wie gesagt, ich habe eine Stunde lang gesessen und alle Trainer gemacht. Ich gehe hier gerade jeden Weg durch und jeder Weg sieht aus, als ob er der richtige Weg sein könnte, weil der so fucking lang ist. Das auch. Es gibt echt verdammt viele Abzeichen. Oh, hier sind Fackeln. Warum sind hier Fackeln? Ach nee, ich habe einen Shortcut gelegt. Ah! Ja, du kannst da hier und da ein paar Shortcuts legen. Ah, Mensch. Quasi wirklich, dass geworden. Du von Anfang bis zum Ende an einem durchlaufen kannst oder so. Das ist ja cool. Das ist ja super. Trainer, kommt her. Frosch und Oxygen für Froxy. Klingt auch interessant. Was wäre es dann für Finks? Oh mein Gott. Fuchs und... Was? Bei Jinx war einfach nur Rosannas englischer Name, ne? Oh mein Gott. Ja? Es gibt ein Kürbis-Pokémon. Ach, hast du das noch nicht gesehen, das Pumpkin? Nee. Das habe ich noch nicht gesehen. Wobei, da muss ich echt sagen, es gibt zu viele Pflanze-Geist-Pokémon in der neuen Gen. Das ist ja cool. Das ist ja aber hören wir mal besser wieder auf mit den Pokémon-Spoilern. Ja. Auch das gleiche jetzt im Chat. Nichts zu Pokémon. Was, keine Ahnung, zu weit. Ich sollte mal das Ding vielleicht aktivieren. Was zu weit hinausgeht, sag ich mal. Man kann so bis zu den ersten paar Arenen. Ich glaube, so viel haben die meisten schon gespielt. So die ersten 4 Arenen vielleicht. Dann gebe ich mal einen Tipp für alle, die nicht ganz so weit sind. Ihr müsst euch nicht wundern. Die zweite Arena ist wirklich so weit weg. Ja. Das war merkwürdig, ja. Da hat man echt aber viel gemacht, also zumindest in der ganzen Zeit. Und ist nicht ich einfach mir immer, ich hab die vergessen oder so. Hab mir echt immer gedacht so, scheiße. Hast du wohl vergessen in irgendeiner Stadt? So, ein sehr schöner Kampf kommt jetzt. Mit einer sehr scheiß Geheimmission, die ich zum Glück nicht machen muss hier.
Ja, aber auf der PlayStation-Version machst du die. Da leider schon. Das Schöne ist aber, wenn ich auf der PlayStation-Version das verkacke, kann ich einfach ganz fix alles nochmal skippen angesprochen. Alles skippen und dann direkt wieder anfangen. Ja, das ist sehr viel angenehmer als hier, wo man nicht überspringen kann. Die Bedeutung der Pokémon kommt auch von welche Pokémon. Wenn es die Starter sind, dann sehr gerne. Da würde mich echt interessieren, woher Finks noch herkommt. Steht doch bestimmt schon auf PokéWiki. Das kann auch gut sein. Könnte ich wetten. Ja. Mein famous Swing. Ein Schlag ins Leere. So, hallo Jäger. Was ist effektiv gegen Unlicht? Ich hab grad keine Ahnung. Kampf und Käfer und Fee. Käfer, gut. Also doch Jinx kommt Finks her. Was genau bedeutet Jinx eigentlich nochmal? Ist das nicht sowas wie eine Sphinx? Also Jinx habe ich irgendwie sowas Hexenmäßiges im Kopf. Ich habe da gerade eine Sphinx im Kopf. Nebenbei, ich hätte gerade die Geheimmission machen können. Er hat sich gerade an die Brust gehalten. Tja, Geheimmission verkackt. Nee, hättest du gar nicht machen können, Raven. Das ja, ich meine, also wäre Raven dabei, hätte ich sie wahrscheinlich machen können gerade. Ja. Jinx heißt im Englisch sowas wie verhexen. Das kann gut sein, ja. Ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Bedeutung. Das passt sogar ganz gut. Laut PokéWiki ist das die Bedeutung. Okay. PokéWiki ist ja die absolute Meinung. Seit diesem Vorfall mit Medusa kann ich da nicht mehr dran glauben. Tut mir leid. Ich muss gleich nochmal die Waffen einmal durchwechseln. Ich sehe gerade, Raven hat auch wieder eine falsche Waffe. Jinx ist ein Bann. Das würde auch passen. Das ist alles so, was so ein bisschen psychomäßig zu tun hat. So, Waffen. Du hast deine nicht. Dann nimm dir deinen BK-Stab wieder mal. Du hast deine. Alles super. So, du fliegst raus. Und du fliegst raus. Und wir haben wieder unsere Bunny Vesperia. So, jetzt kommt der interessante Teil von Saude. Der einfache Teil von Saude. Ganz genau. Nach rechts muss ich zuerst. Mal gucken, wie gut ich das hinbekomme. Wir sind jetzt bei... Genau 51 Minuten. Schauen wir mal. Ach ja, schöne Musik. Tales-Spiel im Allgemeinen so einen schönen Soundtrack. Wieso können nicht alle Spiele so einen schönen Soundtrack haben? Ich finde es immer mehr interessant irgendwie, dass jeder Tales of Tal hat irgendwie einen Dungeon, den man nie mag. Ich finde, jedes Spiel muss einen Hass-Dungeon haben. Nö, also es ist jetzt nicht so bei jedem Spiel. Zum Beispiel... Hier muss ich das hinschieben, glaube ich, ne? Doch, ich glaube, so war das. Ich glaube auch. Oder muss ich das da rechts daneben? Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Schauen wir mal schnell nach. Okay, das war richtig. Saud ist aber einfach, ne? Ja. Total. Aber ich habe noch keinen Fehler gemacht. Nee, aber zum Beispiel Majora's Mask. Da finde ich eigentlich jeden Tempel gut. Da habe ich jetzt nicht so den Hass-Dungeon. Na gut. Gehen wir mal von RPGs aus. Tales of Symphonia. Shadow. Die Kanalisation. Die Kanalisation zieht sich einfach nur megamäßig hin. Weil man immer hin und zurücklaufen muss. Das ist unglaublich nervig. In Tales of Phantasia waren es nochmal einen ganzen Packen mehr, einfach mal, weil Random Encounter-Kämpfe. Die Random Encounter machen sehr viel daher.
Ja, aber man hat irgendwie in jedem. Irgendwie. Ja, wie gesagt, ich finde, jedes Spiel muss einen Hass-Dungeon haben. Es kann einfach kein Spiel sein, was so perfekt ist, dass es keinen einzigen Hass-Dungeon hat. So. Das heißt ja nicht gerade, dass es perfekt ist, wenn man keinen Hass-Dungeon hat. Das ist jetzt irgendwie falsch. Also ich zum Beispiel habe in... Keine Ahnung. Lass mich mal überlegen. In Vesperia habe ich auf jeden Fall einen Hass-Dungeon. Ich glaube, in Abyss habe ich gar keinen Hass-Dungeon. Das heißt jetzt nicht, dass es perfekt ist, deswegen. Ich müsste da nachdenken. Ich habe gerade Abyss nicht mehr so perfekt im Kopf. So, mal gucken, ist das die richtige Truhe? Jo. Oh, wie schön. Du hast es recht schnell hingekriegt. Ja, ich weiß zumindest, wie man es machen muss. Ja. Und einen Gegner, an dem man nicht ausweichen kann. Irgendwie habe ich das Gefühl, Rita ist nicht gerade die intelligenteste in meinem Team. Wieso setzt sie Wasserattacken gegen einen Wassermonster ein? Zumindest hat sie jetzt Feuer eingesetzt. Atlantica in Kingdom Hearts 1 ist grauenvoll. Oh ja! Ich habe Kingdom Hearts 1 nie gespielt, muss ich dazu sagen. Ich habe nur 2 gespielt. So, einmal runter mit dem Wasser. Wobei ich sagen muss, ich habe letztens sogar jemanden getroffen, der hat gesagt, ihm hat Atlantica sehr gut gefallen in Kingdom Hearts 1. Ja. Das Schwimmen ist genauso. War wohl, ja, so. Das wirklich, was fast jeden in Kingdom Hearts 1 angekotzt hat, hat dieser Person gut gefallen. Dass man da rumschwimmen kann. Das war für mich echt nicht nachvollziehbar. Das ist jetzt aber auch wieder so ein Majora's Mask Ocarina of Time Beispiel. Viele Leute hassen da die Wassertempel. Ja, einfach nur, weil sie lange dauern. Ich finde den in Majora's Mask absolut genial. Der in Majora's Mask geht. Aber Ocarina of Time ist einfach nur eklig. In der N64-Version. Ja, in der... Gegenständiges Schuhe wechseln. In der 3D-Version, glaube ich, war es viel einfacher, ne? Weil einfach nur unten einmal antippen und du hast die Schuhe aufgezogen. Ja, da hattest du halt die Stiefelchen wie in Wind Waker als Item auf C. Ja, das da war Da musstest sehr du nicht praktisch. Immer in dein Inventar rein. Das war sehr angenehm. Ja, ich mag auch die Wassertempel, deswegen. Ich habe damit auch nicht so die Probleme. Das Einzige, was ich total schrecklich fand, war auch in Twilight Princess, und zwar der Schattentempel. Mit dieser komischen creepy Hand, die dir dann hinterher wuselt. Wo man die Kugel immer wiederholen musste. Das habe ich gehasst. Wobei ich den Wassertempel in Twilight Princess auch so ein kleines bisschen verwirrend fand. Wassertempel sind immer verwirrend. Ja. Das sind sie immer. Boah. So, ich habe jetzt etwas mehr als 4 Minuten gebraucht. Ja, zeig das mal dem Micha. Mhm. So, und jetzt sind wir schon fast bei Alexei. Bei dem ich im Let's Play, glaube ich, sogar einmal gestorben bin. Der ist aber auch toll. Vor allem, wenn man die Geheimmission machen möchte. Die finde ich gar nicht mal so schwer. Ja, aber du musst damit mindestens 2-mal sein Mystic Art abbekommen, um die zu machen. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der Skyward Sword nicht durchgespielt hat. Ich bin, glaube ich, wirklich der einzige Mensch auf der Welt. Jeder hat es durch. Ich konnte mich nicht dazu durchringen, es durchzuspielen. Es ging mir einfach auf den Sack. Könnte man meinen. Ich hatte ein ziemliches Problem mit diesem... Oh, du musst jetzt den... Was war das? Das war nicht Seelentau. Das war was anderes, was man sammeln musste. Aber es war eigentlich genau dasselbe. Du musst diese komische Kacke da sammeln. Ah ja, die Tränen. Göttinnen oder was das ja, war. Ja, genau. Weißt du, ich konnte es noch akzeptieren. Ich konnte es noch akzeptieren, dass ich für jedes Gebiet einmal den Scheiß machen musste. Gut, aber dass ich das dann nochmal auf meiner Heimatinsel machen musste, das hat mir den Rest gegeben. Da habe ich mir gesagt, nee, Spiel, du kannst mich mal. Nee, da wollte ich nicht mehr. Partout nicht mehr. Der Hero-Mod war auch sehr angenehm, sage ich das eigentlich sogar schon in Skyward Sword. Der war nicht so schwer. Deswegen, ich muss gestehen, ich habe mir das Ende von Skyward Sword bei Jan angeguckt. Das ist ja auch ganz okay. Ja. Das Schöne ist, den Endboss in Skyward Sword kann man mit und ohne Schild machen. Ja. Man kann entweder die ausdauernde Version machen, wo man jeden seiner Angriffe blocken muss, wo man teilweise sogar... Ja, das ist schon ein halber Sport, den man da macht, um seine Angriffe abzublocken.
so oft, wie man da blocken muss. Oder man macht das so wie ich beim allerersten Mal und weicht einfach allen Angriffen aus, weil man das Hyrule-Schild noch nicht hatte und dementsprechend das Schild irgendwann kaputt war. Das hat auch ganz gut geklappt. Ja, wie gesagt, ich bin so weit gekommen. Am Fizzle von Amphibio und Spitzel. Aha. So geht's auch. Aber von dem, was ich auch bei Marcel so sehe, scheint der Hero Mode in Wind Waker auch bisher noch nicht so schwer zu sein. Er ist bisher zumindest noch gar nicht gestorben, war nur teilweise mal kurz davor und so dumm stellt er sich jetzt nun auch nicht an. Es ist ja immerhin Marcel, der da Zelda spielt. So, ein sehr schönes Battle-Team gegen ihn. Ich mag es, wie er seine Mystic Art ausspricht. Brilliant Cataclysm. Brilliant Cataclysm. Das ist so toll, er betont das so super. Spielsynchro. Nein, danke. Oh, hallo Rita mit Meteor Storm. Und tschüss, Alexei. Ich konnte wegen dem Meteorstorm-Rennen mit Kombos gar nicht mehr sehen, aber irgendwie hat es trotzdem ausgereicht. Und wir sind immer noch unter den 30 Sekunden für die Bosskämpfe. Yay. Wieder mal ein paar Level-Ups. Ja, wenn man nicht aufpasst, ist der Hero-Mode Badass, aber ich denke, man sollte Hero-Mode, aufpassen. Ja, ich würde sagen, der Hero-Mode macht man eigentlich eben, wenn man aufpasst und wenn man das Spiel eigentlich relativ gut kann. Man macht jetzt nicht... Ich spiele das Spiel jetzt blind. Im Hero Mode. Ja. So, damit hätten wir Kapitel 2 eigentlich so ziemlich abgeschlossen. Alles, was jetzt noch kommt, sind nur noch Cutscenes. Und wir sind bei 7 Stunden, glaube ich, waren das jetzt. Sprich, wir haben noch 2. Um den Rest des Spiels zu beenden. Deinomus Counter. Counter Counter. Triple Counter. Apropos Counter, ich glaube, meine bestellten Yu-Gi-Oh! Karten müssten mittlerweile im Briefkasten sein. Okay, das war eine ziemlich interessante Überleitung. Ja, wegen Counter. Ja. Die Konterfallenkarten. Ich habe wieder ein bisschen mit Yu-Gi-Oh! Angefangen und hier und da ein paar Karten bestellt. Ich war echt überrascht, wie man mit, ich sag mal, 25 Euro eigentlich so ziemlich ein ziemlich gutes Deck zusammenbasteln kann. Wenn man bedenkt, für 25 Euro kauft man sich 6 Booster Packs mit insgesamt etwas über 50 Karten. Und ich glaube, das gleiche habe ich im Endeffekt auch gehabt, nur dass ich mir die Karten aussuchen konnte. Also von daher, es ist auf jeden Fall nicht mehr so teuer wie früher mit Yu-Gi-Oh! Wieder anzufangen, sage ich mal, wenn man sich ein gutes Deck... oder eine gute Deckart aussucht und dann sich hier und da bei den richtigen Händlern die Karten holt. Aber genug mit Yu-Gi-Oh! Interessiert wahrscheinlich keinen hier. Ja, ich habe früher mal Yu-Gi-Oh! Gespielt und jetzt fange ich leider wieder damit an. Leider? Ja. Ein Freund von mir hat mich dazu gebracht. Und boah, das finde ich gar nicht mal so schlimm. Aber du musst bedenken, ich bin seit 13 Uhr hier. Irgendwann muss ich auch mal gehen. Hm. Bleibt das noch bis zum Schluss durch, oder? Oh, ich überlege gerade. Ist ja nicht mehr allzu lang, glaube ich. Ja, also wie gesagt, du hast ja gesagt, bei Dingens war es jetzt nur noch... Wie viel war das? Etwas über 8 Stunden, ne? Ja. Das wäre von meiner Spielzeit aus gesehen noch eine Stunde. Deswegen, ich glaube, die eine Stunde mache ich dann sogar noch. Sagen wir mal noch eine halbe Stunde drauf, weil ich ein bisschen langsamer war als er und so, wegen Kämpfe und keine Ahnung was und ein bisschen rumgedörbt im Menü. Damit die Leute wenigstens gut aussehen hier beim Speedrun. Mir tun die Leute leid. Wieso? Seit 8 Stunden müssen sie uns ertragen. Sie machen es freiwillig. Ja, ich kenne das Los geht's Ember Minispiel in Phantasia. Ich habe es aber, glaube ich, noch nie wirklich weit geschafft. Irgendwie war mir das dann doch... Ich glaube, da muss man gut mit
Ember-Arch, wie sie eigentlich heißt, und Suzu kämpfen können. Und da bin ich nicht so gut mit den beiden. Ich kann an sich in Phantasia nur mit Cress so halbwegs gut spielen. Stimmt, und sie müssen seit sonst wie vielen Stunden schon Wortwitze ertragen. Und sie warten immer noch auf Maltes Stream. Ja, wenn Malte loslegt, haben wir hier keine Zuschauer mehr. Das sehe ich auch schon kommen. Malte nimmt mir alle Zuschauer weg. Ja. Ah, 22 Uhr legt Malte los. Ja, ich glaube, den mache ich dann sogar nebenbei schon an. Mhm. Einfach nur weil, wegen. Jan, spielst du Yu-Gi-Oh! Auch online? Nee. Also könnte ich wahrscheinlich, indem ich immer nur das gleiche Deck zusammenbastel. Die Sache ist nur, ich muss mir erstmal ein Deck zusammenbasteln. Damit so die Karten bestellt. Multi-Twitch. Alles gleichzeitig gucken. Hey, wir haben neues Kopfgeld. Von einem wunderschönen Zeichner, der so einige andere Steckbriefe auch noch gezeichnet hat. Oh, ja. Zum Beispiel das von Lloyd, von Jude, von Miller, von Sanji. Ja, Sanji. Bestimmt. Und weglaufen. So, wir müssen jetzt als allererstes nach Aspio, Rita abholen. Dann müssen wir nach Dangrist, Carol und Raven abholen. Und dann geht's schon nach Sophia, oder? Ja, dann kommt erstmal noch so ein bisschen Labelabel, Label, Rababel mit dem Dons Enkel. Genau. Aber an sich musst du dann nach Sophia, ja. Weil Rita da irgendwas untersuchen möchte. Sie. Das heißt, danach geht's zu Pharaoh. Und dann die anderen beiden Elementargeister noch. Mhm. Was kommt nach den Elementargeistern? Das ist gerade echt eine gute Frage. Was kommt nach den Elementargeistern? Ich habe gerade echt keine Ahnung. Na gut, du wirst wahrscheinlich dann noch schon erfahren. Ja, wahrscheinlich. Hoppala, ich bin nicht so weit geflogen. Mittlerweile sind 5 Leute im Maltes Stream. Okay. Aunion kommt dann, ja. Kommt dann schon direkt Aunion? Glaube okay. Schon. Ich dachte, Aunion kommt noch mal ein bisschen später. Aber gut. Ja, ich bin auch mal gespannt, wo Flynn und Patty dann noch rumhocken. Wobei Flynn ist wahrscheinlich auch irgendwo am Schloss oder so. Patty könnte überall sein, wo es Essen gibt. Ich kann mir dann sogar noch vorstellen, dass du, keine Ahnung, nach Dingens musst, vielleicht nochmal. Capua, bla. Stimmt, weil sie da rumhängt. Ja. Ist sie ja. Das kann ich mir halt vorstellen, dass sie da noch irgendwo dann rumgurkt. So, Rita war auch besorgt um Yuri. Yay, Bande Vesperia ist wieder zusammen. Yay. Die Wichtigsten sind alle dabei. Jetzt brauchen wir nur noch unsere kleinen Unterstützer. Okay, great. Let's go. So, zack, zack. Team ist wieder da. Bunny Vesperia. Der Bunny Vesperia Speedrun. Ich finde, das ist ein schöner Name. Tales of Bunny Vesperia Speedrun. Flynns Bademeisterkostüm. Das ist echt eine gute Frage, was der dann da in dem Resort für ein Kostüm bekommt. Ich bin einfach in der Hoffnung, dass es gut aussieht. Ja, ich werde es ja auch versuchen zu zeigen, ne? Die Sache ist dann nur, es ist sehr teuer. Ich muss irgendwo ganz viel Geld verdienen. Also, soweit ich weiß, die einfachste Methode, Geld zu verdienen, war ja irgendwie Gels kaufen, verkaufen oder irgendwie sowas. Also ich meine, hier die einfachste Methode war, du
pokerst dich in Namco Bandar. Ich wollte gerade sagen, Namco Bandar. Ziemlich hoch, kaufst dir die teuersten einfach. Gele und kannst die dann in Yozorea verkaufen, weil dort, glaube ich, die höchste Verkaufspreis ist oder weil es einfach am nächsten dran ist. Und das, damit kann man, glaube ich, am schnellsten innerhalb einer Stunde mehrere hunderttausend machen oder so. Yuri, du lebst. Nachdem er halt halb abgeschlachtet worden ist. Wobei, gab es in der PS3-Version auch richtige Badekostüme? Ich weiß es gerade nicht mehr. Das Schöne ist, in der PS3-Version wird dir angezeigt, welche Titel Kostümtitel sind. Da ist nämlich so ein kleines, ja, Kostümsymbol, sag ich mal, dahinter. So, gehen wir schon mal rüber zur Union. Dunkrest hat eine schöne Musik. Man merkt schon, der Kommentarstil lässt jetzt nach. Was erwartest du nach knapp 9 Stunden? Nicht viel. Ich habe generell nicht viel erwartet. So, bla 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 bla. Bla 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 bla. Don bla bla bla. Führung bla bla bla. Lähmung des Planeten bla bla bla. Bla bla bla. Junge, das nicht ganz mit reingepasst. Eher Zerstörung des Planeten. Ich finde es sehr schön, dass bei dieser Szene, wo Carol angemeckert wird, auch Rita mit nach vorne kommt. Und nicht nur Yuri. Ja, natürlich. Rita tut immer nur so, als wenn sie total böse ist. Aber sie macht sich auch Sorgen um den Kleinen. Klar, sie macht sich um alle Sorgen. Mhm. Vor allem um Estelle und Yuri. Ja. Die Lähmung des Planeten war woanders. Ja, ein bisschen. Genauso auch mein Gedicht zur Lähmung des Planeten. Ich fand es sehr schön. So konnte man schön eine Cutscene überspringen. Oder überdauern einfach mal, die so ein bisschen zu lange ging, wieder mal. Flashback. Pokémon Mystery Flashback. Oder Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Flashback. So, wir haben einen kobaltblauen Himmelskristall und wir haben einen Raven. Und wir müssen nun zu den Blade Rifts von Sofair. Die sind echt nicht fair. Badum Tisch. Tja. Das Spiel hat echt viel zu viele Flashbacks. Ich finde es halt immer noch am krassesten. War das, glaube ich, in der Bonus-Episode mit Sonflora. Dass da ein Flashback kam. Von einer Sache, die einfach im letzten Gespräch noch mit drin war. Also wirklich nur ein paar Minuten her. So, da muss ich lang. Nicht mal ein paar Minuten. Das letzte Gespräch einfach. Und da packt man echt nochmal einen Flashback mit rein. Das ist wirklich hart. Tja. So, jetzt muss ich mal schauen, wo war der Eingang? Hier war das. Wir sind jetzt mittlerweile noch bei 55 heiligen Tränken. Und ich hoffe mal, ich laufe gerade nicht falsch. Ich habe keine Ahnung, ich habe gerade nicht auf den Chat geguckt. Ich habe auch keine Ahnung. Gut. Okay, wir sind richtig, es kam eine Cutscene. Ja, und Raven mag generell keine Kälte. Raven ist halt ein heißer Typ, ne? Ja. Ihm läuft sogar gerade der Rotz aus der Nase. Mmh, ja, gut ist wirklich. Nom nom nom. Erstmal hochziehen und dann kommt er wieder raus. Ich finde Schneelandschaften sehen bei Sonne sehr schön aus. Wenn es nicht gerade alles von einem Schneesturm überdeckt wird, sag ich mal. Das sieht echt sehr schön aus.
So, lasst mich durch. Ich bin Vesperia. Ich bin Bunny. Ja, lasst mich durch. Ich bin Bunny. So, jetzt dürfen wir das kleine Minispielchen hier machen. Yeah. Müssen wir mal gucken, die Tasten, wo sie sind. So, dann machen wir doch mal. Kleines Minispiel. Wobei ich echt sagen muss, ich fand es echt schade, dass man das nur einmal gemacht hat hier mit diesem Minispiel, wo man die Tasten drücken muss. Ehrlich gesagt hätte ich das im Spiel doch sehr gerne ein bisschen häufiger gehabt. Dass man quasi jeden Geist quasi so erstmal umwandeln muss. Und dass es auch mit der Zeit immer schwerer wird. Hätte ich auch irgendwo cool gefunden. Viel zu einfach. Vorbei. Ja, vielleicht gibt es ja in der PS3-Version ein bisschen öfter. Das wäre cool. So, und damit haben wir Undini geschaffen. Was mir gerade einfällt, wir müssen auch Nordopolika kurz retten. Das kommt auch noch hinzu, ja. Und Dini sieht auch sehr schön aus hier in Vesperia. The Splishy Splashy Water Queen. Fast. Okay, ein paar Sachen bekommen. Wahrscheinlich aber dafür, dass man das Spiel sehr gut schafft. Und Dini erinnert dich an Pascal. Hm, woher könnte das bloß kommen? Geisterjägerin. Und gleich läuft wahrscheinlich der heilige Trank aus, genau wenn ich an einem Monster vorbeilaufe. Jetzt. Oder bei diesem Monster. Oder bei dem nächsten Monster. Oder bei irgendeinem Monster. Am besten gar nicht. Mini? Ist gerade offensichtlich AFK. Nee, sie ist da, aber sie ist total... total beschäftigt gerade. Ach so. Deswegen, und sie hatte sich gemutet, weil sie gerade voll, ja, am Schreiben ist. Mhm. Aber okay, mach es halt so. Ach, das bisschen Tippen stört jetzt im Stream jetzt auch nicht allzu sehr, würde ich sagen. Das sagst du jetzt. Gleich heulen sie alle rum. Ah, in Nordopolika. We have to go to Nordopolika. Ja, Zerentiff dachte, du wärst schon eingeschlafen. Nee. So, wenn dann bam, an Pombeeren erstickt oder so. Einfach so ein Bam auf die Tastatur gefallen und weg. Das wäre schmerzhaft gewesen. Ja, deine Tastatur ist von deinem Kopf aus doch recht tief.
Ja, deswegen ich. Du würdest ziemlich tief fallen, sag ich mal. Irgendwie schon, ich würde schon halb vom Stuhl fallen, wenn ich zu meiner Tastatur komme. Hm. So. Tu Nordopolika. Denn da vorne ist gerade die Kacke am Dampfen. Wie es so schön heißt. Da wartet nämlich so ein kleiner Boss auf uns hier. Do you really think so? Mhm. Come on! And another! Nein, Blitzy pennt doch nicht beim Skypen ein. Das ist ein ganz übles Gerücht. Eins. You're dead. So, und der zweite ist auch vorbei. Hopp, knapp 25 Sekunden. Ich bin immer noch unter der 30-Sekunden-Marke. Und ich halte mich auch immer noch unter der 30-Sekunden-Marke. Nats. Hieß er nicht Nats? Ja, der hieß Nats. Schön, dass wir es nach wie vielen Stunden? 4 Stunden herausgefunden haben. Ja, oh, so in Gott. Etwa. Oh Gott. Es kam mir gerade spontan, gut. Als ich für einen Bruchteil einer Sekunde seinen Namen kurz gesehen habe. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wisst ihr, was ich lange nicht mehr gemacht habe? Was denn? Ich war schon lange nicht mehr in der GTS. Wie kannst du nur? Ja, es ist mir auch gerade wieder aufgefallen. Bist du krank? Ich glaube auch. War schon lange nicht mehr da. Mussten wir doch wieder alles angucken. Und Nordic Boar hat endlich das unsterbliche Schokoeis gegessen. An dem du jetzt schon seit über einer Stunde hingst, oder was war da, was ich da gelesen habe? Was? Wer isst ein Schokoeis in einem... Nordic Boar saß jetzt anscheinend über einer Stunde lang an einem Schokoeis. Was ist das für ein Schokoeis, dass es nicht schmilzt? Irgendwie ein Sorbet oder irgendwie sowas in der Art? Hab ja, okay, Sorbet, okay. Hat die GTS sinnvolle Angebote? Ja, man kann da echt einige Sachen rausholen. Also ich habe ein Shiny... Was war das? Ein Shiny Driftlon. Mhm. Genau, habe ich da bekommen. Für relativ einfach. Es läuft gerade das Intro-Theme von Vesperia, was im Hauptmenü steht. Ja. Hm. Es gibt allerdings auch andere Leute... Was anderem? Okay. Es gibt allerdings auch andere Leute, wie zum Beispiel meinen Freund, der sich aus der GTS einfach mal so einen Xerneas holt. Was? Weil den, ja, da wollte jemand einen Rabigator haben für einen Xerneas. Und mein Freund hat dann einfach mal einen Rabigator schnell gemacht und hat dadurch einen Xerneas bekommen. Was? Ja. Geil. Ohne Witz. Das hat was. Also, ja. Achso, es war manchmal geschmolzen, aber es war eine Schlüssel drin. Manchmal ist die GTS verdammt cool. Und ich habe einen Voltilam aus der GTS. Mhm. Aber gut, mein Freund ist sowieso so eine Sache. Der hat auch schon 2 Shinies gefunden. Mhm. Aber nur eins davon gefangen. Ich glaube ja. Ich hole ihn langsam auf. Ich habe 1 Shiny gefunden. Langsam. Es war ein 1/2 Kilo Eis. Oh Gott. Mega Ampharos incoming, Millie. Aber sowas von. Nenn ich Ampharos, nur noch... Amfabulous. Amfabulous. Ich bin immer noch der Meinung, das Ding sollte Amfabulous heißen. Hast du dir mal seine Mähne angeguckt? Ich finde den Namen gerade so genial dafür. Ist nicht von mir, den habe ich aus dem Pokémon Day. Oh Gott, ist gut. Ich wollte ihn eigentlich nach irgendeinem typischen Seefahrer benennen, muss ich gestehen. Jetzt nennst du es Amfabulous? Ich überlege. So, hier vorne haben wir Pharaoh. Wir müssen einfach in ihn reinfliegen. Ist unglaublich. Voll gerammt. Der arme Pharaoh, Batsch. Ja, wie gesagt, das war einfach so ein T-Shirt, das habe ich bei dem letzten Pokémon Day in Düsseldorf gesehen. Da lief einer halt mit einem schönen Amfabulous T-Shirt rum und dann halt mega Ampharos drauf. Genial. Mhm. Unglaublich genial. Nee, ich hatte immer nur ganz merkwürdige Leute beim Pokémon Day, aber das habe ich schon mal erzählt. Damit würde ich den Stream jetzt nicht nochmal langweilen. Das habe ich beim letzten Stream, glaube ich, schon erzählt. Wetten, dass die es alle hören wollen. Wahrscheinlich. Dass sie einfach nur geil auf Informationen sind. Mm. You ask me for my life. Oder sie schlafen alle schon. Das glaube ich irgendwie eher.
Wobei, dann ist die Frage, wer von euch ist seit Anfang an dabei? Also sprich jetzt seit 9 Stunden von den Zuschauern. Leider. Außerdem, jetzt gehen sowieso alle weg. Es ist 22 Uhr, Malte streamt jetzt. Jetzt verlassen sie uns eh alle. Stream war nur noch zu zweit. Vampir Chicken ist seit Anfang an fast. Tiff auch. Shorty, Soulmeat. Falls Blitzy noch da ist, ist Blitzy auch seit Anfang dabei? Ist Blitzy überhaupt noch da? Keine Ahnung. Tifa hatte eine kurze Pause. Ja, sie war kurz in der Uni. Zero, CG, CG. Was? Was? Moment, was? Ich habe gerade was gelesen. Das muss ich kurz nachprüfen. Aber das finde ich doch schön, dass einige auch seit Anfang an dabei sind. Gut. Ach, jetzt ist es plötzlich wieder zu heiß. Blitzy pennt. Da freut sich der Pharaoh. Den Pokémon habe ich noch nie gesucht. Das ist ja doof von mir, dass ich da noch nie gesucht habe. Welches denn? Mewtwo. Das habe ich noch nie. Echt, da ist ein Mewtwo drin? Ich habe gerade eben von meinem Freund gelesen, dass ein Mewtwo drin ist gegen einen Knackrack. Also du gibst ihm einen Knackrack und du bekommst Mewtwo dafür. Was? Ja. Allerdings ein Knackrack Level 81 bis 90. Das ist natürlich... Damit kann ich nicht dienen. Aber du könntest den Mewtwo holen. Alter. Alter Falter, ne? Aber so richtig alter Falter. Ansonsten Xerneas, Darkrai, ja. Genau, Reshiram. Oh, auch gegen ein Skelabra. Moment. So muss ich fliegen. Mew, Zapdos, bla, blub, blub, bla. Blabbeldi, blub. Bla, bla, blabbeldi, blub. Bla, bla, blabbeldi, blub. Woher war das Lied gerade? Dum, 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 dum. Ah, okay, auf Teil Marktpark? Marktplatz. Ja. Marktplatz, genau. Der Marktplatz. So, und nun sind wir in den Kristalllanden von Area Lumen. Das Dungeon, ey. Oh, mag es nicht. Wieso denn nicht? Ist zumindest ein kurzer Dungeon. Ja, allerdings hatte ich in meinem ersten Playthrough, das war einfach so ein What-the-fuck-Moment, einmal nicht aufgepasst, hatte ich dann hier Begegnungsallianz gegen mich. Und hab verkackt dagegen. Oh. Ja. So an einer Stelle konntest du dir halt mehrere Gegner anlachen und dann hatte ich meine Begegnungsallianz und hab ihn nicht geschafft. Deswegen mag ich den nicht. Weswegen ich den eher weniger mag, ist eigentlich wegen dem Giganto hier drin. Denn dieser Giganto gibt... Fenrir ist doch cool. Ja, aber er spawnt so selten. Das ist wahr, wenn du die Items farmen musst, dann musst du mal durch den ganzen Dungeon laufen. Na gut, nicht unbedingt den ganzen, aber zumindest ab dem Speicherpunkt. Weil immer wieder neu laden, hinlaufen, das ist halt doch ein bisschen Weg. Und sein Item braucht man, glaube ich, für 2 verschiedene Items. Oh mein Gott, Itemception. Und er droppt das auch nicht zu 100%, von daher hat man dann teilweise echt eine Menge Spaß damit. Also ich weiß noch, als ich meine 100% angestrebt habe, hat mir für die Ninja-Kapuze die, ich glaube, Repeats beste... Bester Hut ist die Ninja-Hund-Maste, genau. Genau. Da hat mir, sein Wolfszahn oder was das ist, gefehlt. Oh Gott. Und das hat ewig gedauert, bis ich das hatte. Ja, so 1%, weil es die Drop-Chance tut, auch nicht. Aber ich würde sagen, 50-50 vielleicht nur. Es kommt drauf an, wenn du die Items wirklich brauchst, ist es eine Chance 1 zu 3 Millionen. Ja, wenn du sie nicht brauchst, dann ist die Chance von 3 Millionen zu 1. Ja. Ich erinnere mich irgendwie, wie viele komische... Was hat der eine da immer gedroppt, der in Saude steht? Und ja, ich weiß, Saude ist ja einfach... Poseidon. Genau, Poseidon. Seltenes Metall. Ja, davon hat er irgendwie 20 Metall. Stück. Vor allem, ich hatte schon... Ich glaube, in einem Spiel schon gut 10 seltene Metalle, bevor ich überhaupt in Saude war. Einfach mal durch die ganzen Suchpunkte drumrum. Ja, also, ich weiß nicht. Manche Sachen sind einfach... Ich speichere beim anderen Speicherpunkt. So, das ist der falsche Weg. Da hinten muss ich lang, ne? Irgendwo hinten rein und dann nach rechts wieder. Was, worüber reden wir gerade? Der Weg hier durch Real Lumen. Einfach nur geradeaus und irgendwann rechts. Musst immer oben rechts da vorne bleiben. Was. Ja. Da vorne kann ich nochmal speichern. Ja, und dann einfach nur weiter geradeaus, fertig. So schnell kann es gehen, wenn man keine Kisten sammelt. Ja. So, wir sind jetzt bei
fast 7,5 Stunden. Ja. Das ist ja schon fast Omega-Niveau, ne? Mhm. Halbe Stunde noch, go, go. Du vergisst Relevies. Oh, das Gute ist, Relevies ist mehr oder weniger ein durchgehender Weg. Nein, Weg Relevies. Ich hab's wirklich vergessen. Ich dachte echt, das ist nicht mehr viel. Ja, das Gute ist wenigstens, Relevies ist mehr oder weniger ein durchgehender Weg, wenn man den Weg kennt. Ja, kennst du den Weg? Weißt du, wo du abbiegen musst? Ich mach's wie in Backchun, einfach nach Instinkt. Oh Gott. Das passt meistens. Oh Gott. Ich verlasse mich einfach mehr auf meinen RPG-Instinkt, der mir sagt, der Weg könnte der richtige sein und der nicht. Ich weiß nicht, Relevies, ich denke, da versagt das. Das ist einfach nur Nerv. Nerv, Nerv, Nerv. Wo ist Micha eigentlich? Keine Ahnung, vielleicht kommt er ja später nochmal hinzu. Ja, so viel später gibt's nicht mehr. Mhm. Er kommt dann so zu den Credits wahrscheinlich. Wenn es gut läuft, haben wir es vielleicht sogar in einer Stunde durch. Und zwar, wenn es wirklich gut läuft. Das heißt, wenn er sich nicht in Relevies... Natürlich, erst dann ist direkt betäubt. Oder wenn sowas passiert. 1, 2, 3, zack, zack, zack. Und zack und zack. 1, 2, 3, zack, zack, zack. Und zack und zack. 1, 2, 3, zack, zack, zack und zack, zack. Ist immer noch nicht tot. Ihr merkt schon wieder, die Kommentare hier gehen schon wieder in den Bach runter. Alter, ist immer noch nicht tot. Du bist schlecht. Hat der? Ja, über 30 Sekunden gedauert, verdammt. Du bist schlecht. Echt, ich bin echt schlecht, ich sollte einfach aufhören. Ja, du solltest jetzt sofort die Konsole ausmachen und Stream aus. Dann waren die ganzen Stunden hier umsonst. Genau. Gusius, I'm sorry. Ja, Gusius ist gemein zu mir. I don't care. Gusius ist einfach ein Tank. Ja, das stimmt. Und das Doofe ist, die Dinger fallen einfach immer um. Ich kann nicht weiter angreifen, wenn die umfallen. Nicht? Nein. Gut, Final Gale trifft auch auf dem Boden. Relativ gut. Ich sehe gerade Clint? Clint hieß er. Ja, Clint. Hat lila Augen. Klein. Klein war so ein bisschen woanders her. Ein bisschen. Aber Clint hat lila Augen. Warum auch nicht? Ich hatte beim ersten Versuch von Schwan noch etwas zu viel. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, da warst du auch, glaube ich, bei 33 Sekunden oder so. Und Gnome. Was in Xillia so süß aussieht. Ja, in Xillia ist es so toll. Es läuft auf einem Globus rum, das reicht schon. Beziehungsweise es schläft da drauf. Es ist so toll. Na gut, der Gnome hier ist ja auch mehr oder weniger so auf einem kleinen Erdballen und steht da drauf rum einfach. Ich weiß nicht, Gnome ist immer verschlafen irgendwie. Also in den neuen Tales of Symphonia. Da ist er einfach nur hyperaktiv. Ja, das ist das totale Gegenteil irgendwie. Mit seiner komischen rotierenden Schleife da. Und der dicken Schaufel. Ah, Gnome war aber super. Time to taste dirt. Das ist so super. It's time to ist taste Gnome männlich dirt. Oder weiblich? Das war für mich immer weiblich. Für mich war es immer männlich wegen der Stimme her, muss ich gestehen. Für mir war es weiblich wegen der Schleife. Es war beides. Männlich, Zwitter. Aber mit Schleife. Es ist Gnome. Fertig. Okay. Au. Und Dean ist immer weiblich natürlich. Genau, Ifrit dann wieder männlich. Sie hat auch Boobies, also komm. Ja. Mithrid ist natürlich männlich. Ist immer männlich und Sylph ist eigentlich Sylph auch immer weiblich. Irgendwie immer. Ja? Ich finde, Sylph in Xillia ist mehr männlich als weiblich. Sie ist einfach nur eine Bitch, ich meine, sie ist ein bisschen ungehobelt. Sie ist so ein bisschen sowas wie Rita. Aber nicht ganz so cool. Das ist das Problem. Ja. Also sie verhält sich einfach so ein bisschen wie Rita, finde ich. So Celsius dieses, ihr seid mir alle weiblich. Eigentlich total scheißegal, aber irgendwie mag ich euch doch. Ja, Celsius ist sowieso weiblich, hat auch Boobies. Und was für welche. Komm, Celsius ist super. Die Frau ist grandios. Volt ist, ja, was ist Neutrum. Volt? Neutrum, ja, das trifft's gut. Shadow ist männlich. Luna Zundere ist weiblich. Zundere Sylph, ja. Definitiv. Zundere Sylph. Definitiv. Die ist so der Inbegriff davon. Ey. Sehr gut. Da. Nee, ich mag Sylph auch nicht in Xillia.
ich sowas nicht abkann. So, jetzt müssen wir nach Relevies. Asuka ist männlich, ja, würde ich auch sagen. Und halt Luna natürlich weiblich, ne? Mhm. Immer noch besser als Yandere, das stimmt auch. Nein, was ist denn Yandere? Während Tsundere eher immer so ein bisschen, ich sag mal, mehr zurückhaltend und ja, trotzdem halt irgendwo liebend ist, ist Yandere mehr brutal und liebend, statt dem zurückhaltenden Teil. Wie darf ich mir jetzt gerade brutal vorstellen? Was für Animes guckt ihr, Leute? Hey Arnold, das Mädel da, was in Arnold verknallt ist. Ah, Helga. Helga, genau. Helga. Würde ich mehr in Richtung Yandere als Tsundere stecken. Ah, okay, gut. Dann also sie schlägt ja auch Arnold öfters mal und so, ne? Achso, okay. Ich glaube, das wäre sogar ein richtig gutes Beispiel. Yandere würde dich für deine Liebe töten. Mirai Nikki, habe ich nie gesehen. Ist ja auch totaler Psycho-Animes. Das sind auch wahrscheinlich gute Beispiele für Yandere, wenn da noch irgendwo ein bisschen Romance mit drin vorkommt. Ich habe mir noch nie ein Psycho-Anime angeguckt. Elfenlied? Ja, okay, doch, stimmt. Und ich war nicht davon begeistert. Das ich weiß, ich werde jetzt wieder geflamed. Ich finde aber, es ist doch ein schöner Anime. Ja, aber ich kann Menschen nicht verstehen, die sagen, oh, das ist mein Lieblingsanime. Hast du schon mal andere gesehen? Nein. School Days. Oh, School Days. Oh ja. Oh ja. Links oder rechts? Frag deine Intuition. Intuition sagt links. Ja, dann geh links. Ich habe keine Intuition. Intuition sagt nochmal, sagt diesmal rechts. Rechts war falsch. Yo. Dann doch nochmal links. Zweimal links an der Stelle also. Hoffe ich jetzt mal. Intuition? Lass mich nicht im Stich. Intuition? Rechts, links, geradeaus, links, rechts. Sag ich dazu nur. Na, wer weiß, was ich damit meine. Na? Lost Woods in Ocarina of Time? Genau. Und meine Intuition hat mich nicht im Stich gelassen, außer jetzt nochmal links ist falsch. Nee, dreimal links ist sogar richtig. Wow, ich bin ja fasziniert. Ich sag auch nichts dagegen, wenn jemand sagt, Naruto ist beste Anime, weil Naruto, es hat auch geschrieben beste, deswegen habe ich es auch gesagt. Weil Naruto, Bleach und One Piece, kann ich mir gut vorstellen, dass die so ziemlich gleicher Beliebtheit erfreuen. So wie ich ein totaler One Piece Fanboy bin, gibt es natürlich auch Leute, genau, du Fairy Tale, gibt es auch sicher genug Leute, die totale Naruto und Bleach Fanboys sind. Und Girls. Bleach-Fangirls gibt es nur wegen Toshiro. Ich bin mir sehr sicher. Und die Fanboys wegen Orihime. Matsumoto. Und Matsumoto. Und Yoroichi. Und dies und das. Es gibt echt eine Menge großer Boobies in Bleach. Ja. Millie ist ein Fanboy? Ja, ich bin ein Fanboy. Du hast es erkannt. Das Geheimnis ist gelüftet. In Wirklichkeit ist das gar nicht meine Stimme, das ist Jans Stimme. Und ja. So, ein Gegner, an dem man nicht vorbeikommt. Ja, der steht aber auch so döspaddelig. Das Doof ist, ich muss zweimal an dem vorbei, weil auf dem Rückweg nochmal. Das ist Zeit, die weggeht. Das wird nicht mehr funktionieren. 7 Sekunden. Ja. 10 Sekunden mit vor und nach dem Kampf. Ja, dann hast du insgesamt schon 20 Sekunden, merkst du was? Ich glaube, an dem kann ich auch nicht vorbei. Du ne? weißt, wie knapp das der Weltrekord bei Omega war, oder? Eine Sekunde? Ich glaube, irgendwie 3 Sekunden waren es. Alter. So knapp hat er den Weltrekord verpasst. Deswegen, also diese paar Sekunden machen einen. Das ist vielleicht ein Kampf. Ja. Es ist nur einmal vielleicht kurz 3 Schritte in die falsche Richtung gegangen. Ja, oder einmal kurz stehen geblieben und nicht auf Pause gedrückt, weil man überlegen musste. Ja, deswegen, den hat er so knapp verpasst. Das ist echt ärgerlich. Mhm. Also wenn, dann würde ich lieber so einen Rekord um, weiß nicht, eine halbe Stunde verpassen, als um ein paar Sekunden. So ein paar Sekunden ist echt schrecklich. Ich hoffe, ich laufe gerade, nee, das ist falsch. Hier links müsste richtig sein. Bitte, 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 bitte. Nicht! Das klang gerade sehr interessant. Oh, Attack jemand kommt Titan. Online bei Pokémon. Mensch. Ja, Attack on Titan war auch sehr schön. Shingeki no Kyojin, Attack on Titan. Ist beides. Ja, das ist
ich glaube, das kann man sogar wirklich vergleichen. Das ist der gleiche Hype wie Sword Art Online vom letzten Nein, Mal. Nein, definitiv nicht, weil ich noch nichts davon gehört habe. Aber es wäre verdient, dass es den gleichen Hype hat wie Sword Art Online. Ja, aber bei Sword Art Online hast du ja nichts anderes mehr gelesen, gehört, getuten, täten. Überall nur Sword Art Online, hier und da und bla bla bla. Vielleicht ist der Attack on Titan nicht so, ja, Sword Art Online gehypt, weil es vielleicht auch ein bisschen blutiger ist. Und vielleicht steht auch nicht jeder unbedingt so da drauf. Das könnte ein Grund sein. Ich stehe für gewöhnlich auch ganz und gar nicht auf sowas, aber trotzdem hat mich Attack on Titan überzeugt. Gehypt und überzeugt. Gehypt nicht unbedingt, aber es hat mich auf jeden Fall überzeugt, dass es ein sehr guter Anime ist. Ach ja, Sword Art Online. Ich sollte mir das mal zu Ende anschauen. Nein. Lass es. 2, 3, zack, 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 und es liegt wieder auf dem Boden. 1, 2, 3, und das war ein Angriff zu viel. 1, 2, 3. Genau, der einzig wahre Hype ist der Flinn-Shifu-Hype. Das ist so schön gesagt. So wahr. Ein Shirox möchte gegen mich kämpfen, das finde ich toll. This is my wager. Will you win, or will I? Nothing more than that. Come, we might look weak, but fate is on our side. Oh Gott! Goldcat kam gerade. Alter, Falter. 108er Combo. Alter. Nebenbei wieder eine schöne Trivia aus der GTS, so wie ich das gerade lese. Da will ja jemand ein Glurak haben. Level 1 bis 10. Ja, ne? Ja, die Goldcat ist echt verdammt gut zum Kombinieren. Ja, das kannst du ja zusammen mit Rita und Repeat halt machen. Kannst du ja auch so gut auf dem Boot oder gut so festhalten und Rita macht einfach eine Goldcat nach der anderen. Genau, Repeat hält den Gegner auf dem Boden und... Ja. Und eine Goldcat ist 100 Treffer, glaube ich, wenn es voll trifft. Ich glaube, wenn es voll trifft, sogar mehr. Auf jeden Fall mindestens 100, wenn es gut trifft. Ich glaube, 120 bis 150 ist ein voller Treffer einer Goldcat. Wow. Ja, das ist ganz heftig. Ja, und das eben, das war zufällig eigentlich gemacht. Der Gegner war zufällig auf dem Boden und wir haben eine 108er-Kombo hinbekommen. Die nette Sylph. Nicht diese Arschloch-Sylph. So, jetzt kommt. Jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal in irgendeine Stadt. Genau, wir gehen jetzt nach Capua Noir, um damit Rita ihre Besorgungen machen kann. Erfahren dort, dass Duke in Gefahr, dass Flynn in Gefahr ist. Retten niemals. Flynn. Weder Duke noch Flynn sind in Gefahr. Mal überlegen, retten Flynn. Entscheiden dann, was wir mit der Welt machen. Und dann geht's schon nach Tarkaron. Seid ihr bei X und Y auch dauerhaft überlevelt, aber sowas von. Yo! Letzte Arena, ich war fast 10 Level über dem stärksten Pokémon des Arena-Leiters. Ja. In der 8. Arena. Ja. Flynn in Gefahr, was ist Shifu gegangen? Oh, Scheiße. Ich liebe diese Flynn-Wortwitze. Ah ja, diese Flynn-Wortwitze, die werden niemals schlecht irgendwie. Hey, die Gegner sind beide weg. Ich musste gegen keinen von beiden kämpfen. Sehr schön. Wir sind jetzt bei 7 Stunden 38 und an sich kommt jetzt nur noch Cutscene, ein bisschen Kämpfe mit Flynn zusammen und der letzte Dungeon mit zwei Bossen. Ja. Wobei der letzte Teil von Tarkaron dauert ein bisschen, das Hin- und Herlaufen. Ja, aber das sind jetzt keine 10 Minuten. Das schaffe ich locker in unter 9 Stunden. Ja. Ich weiß auch nicht, was du da rumgeweint hast, von wegen, ich hab... Wie gesagt, ich dachte, der letzte Teil wäre ein bisschen länger. Nee, der ist kürzer als der erste. Ja, das ist wirklich... Deswegen, der ist Kinderkack. Wie kurz ist das? Das ist die Hälfte vom ersten vielleicht. Ja, vielleicht. Deswegen. Das ist easy going. So, jetzt gehen wir erstmal nach Capua Nor. Ja. Na, mal schauen, sag es mir.
Alter, der Trainer hat sich jetzt aber gerade echt gut getarnt. Irgendjemand da draußen würde das verstehen. Ja, Capornor. Bitte einmal... Ja, danke. Schon dabei. Ich bin ein guter Mod. Oh. Auch wenn ich nebenbei Lava und Pokémon spiele. Ich kann noch timeouten. Nein, Tifa, das war meiner. Da steht bei mir, you have been bla. Ein Finsterstein bekommt man, glaube ich, leider erst sehr spät. Ich glaub, zur Not kann man die kaufen. Echt? Finstersteine ja, auch? Ich glaube, ja, du kannst dir jeden Scheiß kaufen. Also ich weiß, man konnte die drei Elemente, also Blatt, Feuer und Donnerstein, konnte man kaufen in irgendeiner Stadt. Bei diesem Steinladen. Aber Finsterstein und Leuchtsteine wäre auch cool. Okay, Leute. Ich frage jetzt einfach mal rund in den Chat. Ihr könnt einfach ja oder nein antworten. Was glaubt ihr? Wird es eine Pokémon-Set-Edition geben? Nein, es ergibt Sinn wegen dem dritten Legendären. Das hat ja Anfangsbuchstabe Z. Davon weiß ich noch nichts. Doch. Deswegen, es ergibt Sinn. Naja, ich muss sagen... Was, Cini ja, ist da? Hi, Cini. Die haben uns ja schon mit Schwarz-Weiß 2 statt Grau überrascht. Deswegen nämlich, ich kann mir auch nicht vorstellen, weil halt, weißt du, ne, Chromosom, bla. Ich hätte eher auf eine XY. Es gibt bei Menschen kein Z-Chromosom. Das nicht? Gibt nur bei Hühnern. Die Hühner haben ein Z- und ein X-Chromosom, glaube ich. Ja, dann spielen wir halt die Huhn-Version. Und das war dann so. Ich glaube, bei Hühnern war das so, wenn das Z- oder das X-Chromosom, ich weiß nicht gerade welches von beiden, wenn eins fehlt. Sind sie männlich oder weiblich? Und wenn es da ist, sind halt eben dementsprechend das andere Geschlecht. Okay. So, wie war das jetzt nochmal? Wir müssen uns übernachten, wir müssen mit den Räten. Irgendwas mussten wir machen. Moment. Ich übernachte einfach mal eine Runde. Gucken, tun. Okay, übernachten wir richtig. Verdammt, auf der Hülle ist es nicht. Pokémon Huhn Edition. Ja, warum auch nicht? Verdammt, auf der Hülle ist es nicht drauf, das ist uncool. Arizona-Flaschen fallen um. Flaschen? Nicht Dosen? Nein, Flaschen. Oh. Gibt's auch in Flaschen. Dosen hättest du gehört. Glaub mir. Aber wahrscheinlich genauso teuer wie die Dosen. Ich weiß nicht. Ich bin gerade nicht im Bilde der Preise. Oh. Arizona ist sowieso total teuer, finde ich. Ja, das ist wahr. Ich warte auch noch auf 2 Liter Packen. Die würden sich eher lohnen bei mir irgendwie. Ich finde schön, wie Raven da einfach immer so halb im Schneidersitz auf dem Bett immer sitzt. Ich stehe vor der Pokémon-Liga in XY. Ich bin in der Siegesstraße. Und sie fuckt mich ab. So richtig hart. Und nein, nicht weil irgendwie irgendwas zu schwer ist. Sie dauert einfach nur lang und hat viele Wege. Es ist total... Bleh. Was? Ein Pokémon-Trainer hat gerade sein Pokémon gewechselt? Ich habe Igamaru genommen. Weil ich Pflanze eigentlich immer einen sehr schönen Starter finde. Ich habe den Frosch genommen, aber ich habe trotzdem alle. Wobei ich sagen muss, ich war eigentlich auch kurz davor, schon Froxy zu nehmen. Aber es haben so ziemlich alle Froxy genommen, die ich kenne. Von daher... Nö. Also ich kenne kaum einen. Okay, Chris. Chris hat gleich zweimal Froxy. Und ich glaube, ein paar Freunde von mir, die das auch spielen, haben auch Froxy. Ich denke mal, wenn ich mir irgendwann X noch kaufe oder Y nochmal spiele, nachdem dann, auch wenn ich nämlich auf Pokémon Bank alle meine Pokémon geschmissen habe, wird es wahrscheinlich auch Froxy sein. Markus hat Finks. Ja, und die Cat, glaube ich, auch Finks. Ja, das heißt McCloud. Was ein verdammt cooler Name ist. Echt? Er hat es McCloud genannt? McCloud, ja. Ich hoffe mal, es ist männlich. Ich hoffe es auch, ich glaube aber ja.
Hab den Namen abgefeiert. Ansonsten, wenn weiblicher, würde ich es Crystal nennen. Das ist jetzt die Frage, wenn ein Sphinx in shiny blau ist, dann würde ich es Crystal nennen. Das wäre so grandios. Willst du mal in der GTS nach Sphinx gucken? Vielleicht findest du zufällig eins, was shiny kann ist. Kann ich gleich mal nach dem Kampf machen. Ja. Weil ein Sphinx in shiny, wenn das blau ist, ne, das hole ich mir. Ist mir scheißegal wie. Kurama ist auch ein schöner Name für Sphinx. Das wäre unglaublich cool. Kurama heißt nämlich das neunschwänzige Naruto mit richtigem Namen. Mein Sphinx hat einfach gar keinen Namen. Ich habe auch auf Spitznamen verzichtet, um die Namen zu lernen. Ja, deswegen. Ja, es hat nur einen Schweif. Das stimmt aber trotzdem. Das ist ein Wortwitz. Oh, ich bin mal gleich in der Szene, bin ich ein bisschen ruhig. Ich will mir die Szene anhören. Der Kampf jetzt gegen Flynn, mit Flynn. Du weißt ganz genau, weswegen. Man wird alles hören, ja. Weil so schnell, glaube ich, kriege ich den Kampf nicht fertig, dass ja, sie ich aufhören auch. Zu reden. Ja, deswegen. Und damit ich mich dann nicht selber höre, mute ich mich gleich mal kurz, weil das ist toll. Es werden eh nur, keine Ahnung, 40 Sekunden sein. Das werdet ihr alle überleben. Ich bin einfach aber auch mal ruhig. Wir genießen jetzt einfach den Kampf und hören uns das Gespräch von Flynn und Jurian. Es ist episch. Nur grandios. So, jetzt kommt eine sehr schöne Stelle, die leider in diesem Spiel zu kurz kam. Flynn hat sich der Gruppe angeschlossen. Leider nur für einen Kampf. Aber ich bin jetzt aber erstmal ruhig. You'll get yourself killed if you keep watching me fight. Come on. I'm just in awe of the great Flynn Shifo. Shut up! Hey, this isn't the time to get worked up. I am not worked up. It's okay. Don't hide it. Would you be serious for once? I am serious. I can't concentrate with you talking all the time. Well, I can't concentrate without talking, so we're kind of stuck. Geniales Gespräch. Es ist so toll. I can't concentrate with you talking all the time. Yeah, I can't concentrate without talking, so bin ich kind of vorbei. Das ist super. Der Kampf geht ein bisschen länger. So nebenbei. Ja. Aber das ist ja auch fest gescriptet, dass so viele Monsterchen kommen. Hey, Flynn hat den Kampf beendet. Hat er gut gemacht. 1:15. Holla. Theoretisch ist Rita auch bei uns. Auf Repeat. Ja, wird da erstmal durch die Gegend geschickt. Vesperia Nummer 1. Kaboom. Kabufka. So, nun müssen wir nach Nordopolica und nach Dangrest. Und dann wieder zurück. Yep. Why not build a fort? Hallo, Kaufmann. Nebenbei, Flynn ist ein Kommandant jetzt. Flynn ist einfach awesome. War es schon immer. Oh ja. Dangrest und Nordopolica. Okay. Nebenbei, falls man das Achievement mit den Save-Punkten machen möchte, auf jeden Fall den Save-Punkt hier vorne mitnehmen. Dann den Save-Punkt, wenn die Stadt einmal aufgebaut wurde, und dann den Save-Punkt, wenn die Stadt komplett aufgebaut wurde. Das sind alles drei verschiedene. Auch Save-Punkte, die man leicht verpassen kann, die in den Blade Rifts of Sophia, das sind zwei verschiedene an den beiden Zeiten. Also wenn man einmal ganz normal da vorbeikommt und wenn man Undini macht, das ist bei Undini ein anderer Save-Punkt. Der ist nämlich ein bisschen näher dran an dem Air Cranay. Kann man auch gut verpassen. So, wir sind jetzt bei 6:48. Ne, Moment. 7:48, was rede ich denn da?
Ja, 7,48. So, als allererstes. Ja, Omega sein Rekord kriegen wir nicht mehr hin, ne? Das, damit habe ich sowieso nicht gerechnet, dass ich Omegas Rekord brechen kann. Hallo, wo verhältst du mich? Den deutschen Omega? Ich mag nicht zwar der den mexikanischen. Ich mag zwar der deutsche Tales-Let's Player sein, behaupte ich jetzt einfach mal von mir selbst, dass ich der größte und bekannteste deutsche Tales-Let's Player bin. Hoffe ich mal. Meinst du echt? Ich hoffe es doch. Ich hab auf mir jeden fällt Fall aber gerade spontan echt niemand ein, der... Ich habe auf jeden Fall eine Menge Tales-Spiele gemacht. Ja, aber an Omega komme ich nicht dran. Dafür müsste ich das Spiel wahrscheinlich noch ein bisschen öfter durchspielen und dann es so mehr oder weniger professionell machen. Cine, ja, Omegas Rekord auf der Xbox 360 ist 8 Stunden 3 Minuten. Ja, und in 8 Stunden 3 Minuten schaffe ich das nicht mehr, weil... Der andere Rekord ist für die PlayStation 3 Version und den kannst du dafür nicht zählen. Ja, weil du da einfach die Szenen, alle Cutscenes. Genau, da kannst du die Cutscenes einfach überspringen. Wir müssen uns schon an die Xbox-Version halten. Mhm. Und da ist es 8 Stunden 3. Kannst du auf Twitch nachgucken. Jan ist ja voll eingebildet. So ein bisschen. Ab und an darf er das sein. Mhm. Nur nicht so häufig. So ein bisschen gesundes Selbstbewusstsein ist immer gesund, sage ich immer. Nehmen wir hier Pyramid Head. Ach ja, stimmt. Du hast keine Zeit, darum zu stehen. Wollte ich dir mal so sagen. Deswegen ist es auch kein professioneller Speedrun, weil ich kurz umdrehe und mir und sage, guck mal, hier ist Pyramid Head. Ja, das ist schon schlecht. Schäm dich nur. Wäre es ein professioneller Speedrun, dann hätte ich in Heracles keinen Scheiß gebaut. Wieso? Du hast doch neu gestartet. Ja. Danach ging es ja gut. Ja, weil ich das schon wusste. Aber das nächste Mal für den nächsten Speedrun, Whistler, du speicherst gleich auf der Heracles. Ja, das geht nicht so gut, glaube ich. Die Speicherpunkte sind alle etwas abseits auf der Heracles. Ist nicht gleich einer am Anfang da? Ich meine nicht. Ich meine, der erste ist erst unten in diesem großen Raum, wo man später hin muss. Und der letzte Speicherpunkt davor ist halt eben der vor Schworn, wo ich halt auch gespeichert habe. Das ist total interessant. Außer du landest zwischendurch, nachdem du aus Backchamp wieder raus bist und speicherst dort dann nochmal. Wir waren erst vor einer Stunde da und ich habe schon keine Ahnung mehr. Das ist ja ein Hit. Hm. Und anscheinend gibt es kein Shiny Fennekin. Schade. Dingsbums. Oh, nein. Wie kam ich eigentlich zu dem Speedrun? Ich weiß, ich hatte irgendwie Lust drauf. Ich hatte Langeweile. Dann kam er irgendwann an und meinte, hey, willst du dein Tales of Hesperia Wissen auffrischen? Micha ist auch dabei. Ja. Naja, als ich dann das gefragt habe, war Micha noch nicht dabei. Micha war erst seit gestern dabei. Ja, weil er jetzt davor ist er nicht mehr dabei. Noch nicht geantwortet. Er war immerhin 6 Stunden Micha dabei. Micha hatte keinen Bock mehr auf uns. Ist geflogen. Wie gesagt, er war immerhin 6 Stunden dabei. Aber du hältst die fast volle Zeit... die fast volle Zeit durch. Du warst zwischendurch mal kurz AFK. Ja. Deswegen nur fast voll. Ja, und wir waren zwischendurch auch mit Navi hier im TS. Das darfst du nicht vergessen. TS. Skype. Ja. Hey, listen. Und das von 2 Headsets aus. So ein violettes Sphinx wird aber auch immer noch ganz gut zu Crystal passen, oder? Ja. Mach mal schon. So, was müssen wir jetzt hier in Arnion machen? Okay, die reden direkt. Sprich, das heißt, Flynn kommt auch gleich mit raus und dann gibt's Bullerei. Ich hab keinen Bock jetzt jedes Fings auf der Welt. Gucken. Und nein, mein SMS-Klingelton ist einfach nur Navis. Hey, listen! Und das hat ja vorhin ein paar Mal SMS gegeben. Seitens Micha und mir und. We have to. I see. Sorry. That's we all. All right. But how? I think there was. Really? So, und die Gruppe teilt sich wieder mal auf. Und gleich gibt es einen wunderschönen Kampf. Der leider sehr kurz ausfallen wird.
Ja, er fürchte ich auch. Aber dafür haben wir keine Zeit, den etwas länger zu machen. Den habe ich zum Beispiel in dem neuen 41er. Obwohl, du kannst auf Pause drücken. Dann läuft die Zeit nicht weiter. Egal, ja. Ach, hau ihn einfach um. Ich habe den oft genug etwas schöner gemacht, sage ich mal. Ich glaube, in dem 941er Speedrun habe ich den komplett durchlaufen lassen, das ganze Gespräch. Einfach mal, weil das so schön ist. Mit der Musik. Ja, das nächste. Also, wenn du dann in der PlayStation 3-Version dann da bist. Dann werden wir es in Vollzügen genießen. Nee, dann werdet ihr es in Vollzügen genießen können und ich werde mich abmühen, gegen Flynn zu kämpfen. Ja, du wirst einfach aufs Maul bekommen, finde ich gut. Jo. Vor allem wegen der Geheimmission. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Arts er hat dort. Er hat auf jeden Fall einen ganzen Tacken mehr. Dementsprechend, ich muss auch sein Mystic Art abbekommen. Ja. Yes! Flynn in einer Combo, dadurch, dass er betäubt war. Das ist auch mal was Seltenes. Flynn in einer Combo. Schnief. I'm so gonna kick your ass. No. I'm gonna kick your ass. Falls ihr dazu was Schönes sehen wollt, schaut doch mal das Mystic Art Exhibition Video, was ich dazu gemacht habe, an. Ich habe es auch nur bei jemand anderen abgeguckt, aber ich finde, es ist sehr schön gemacht. Ja. So, jetzt kommt noch eine Cutscene. Ich habe Hunger. Ich nicht. Ich lehne mich zurück und genieße die weiteren Cutscenes. Ich habe Hunger. Auf meinem Bett liegen Pombeeren. Aber ich habe es jetzt den ganzen Stream ausgehalten, ohne zu. Naja, da wollte ich gerade mit Juri reden und zack, kommt plötzlich alle Leute an. Tja. Jetzt kann sie halt nicht mehr sagen: Oh, tut mir leid, dass ich dich von einem 30 Meter hohen Turm mit einem Messer attackiert habe, dich niedergestochen habe und dich einfach ins Meer habe fallen lassen. Ich würde sogar sagen 100 Meter. Na, 100 Meter? Sagen wir 60. Okay, einigen wir uns auf 60. Das kann sie jetzt nicht mehr so sagen, ne? Das Ding ist jetzt nicht mehr da. So, kann ich jetzt einfach schlafen gehen direkt? Let me sleep. Gut. Na gut, jetzt kommen sowieso noch mehr Cutscenes. More Cutscenes. Nur 60? Ich weiß nicht. Nochmal 60 einfach und fertig. So, da ich jetzt sowieso nur eine Hand brauche und das die ganze Zeit... Ich nehme jetzt einfach mal eine Maßeinheit aus Tales of Vesperia, die jeder von uns kennt. Der Turm ist circa 4 Baul lang. So. Ganz einfache Kiste. 4 Baul ist er lang. So, gut, dass ich auch mit einer Hand einfach trinken kann. Hey. Nein, keine Millimeter. Badumts. Wir sind ja gerade gar nicht mehr Millivieh, merke ich gerade. Oh nein. Nein, jetzt sind wir nur. Mein alter Ego ist weg. Nein, es sind genau 4 Baul. Du hast falsch nachgemessen. Es sind keine 6,27. Es sind genau 4 Baul. Das ist nicht ein bisschen sehr groß. Was? 4 Baul? Für Saude? Nö, du musst bedenken, Saude ist zum Teil noch unter Wasser. Haha. Und der ist riesige Blastier, was oben drauf war, bevor es kaputt gegangen ist. Genau. Na, wobei, von da wurde er nicht runtergestoßen. Die Sache ist, du musst an sich nur zählen, von da, wo er runtergestoßen wurde, bis zur Meeresoberfläche. Weil das ist ja die sicher nur darum, wie weit er runtergeschmissen wurde. Nebenbei Wunderkoch im Hintergrund. Miep. Ich würde sagen, er ist 2 Bauls tief gefallen. Vielleicht sogar 3. Ja, Baul ist ein Baul groß. Ich weiß nicht, was für ein Problem ihr habt. Ja. Natürlich ist Baul ein Baul groß. Meine Güte, Leute. Solltet ihr wissen. Wir sollten unbedingt aufhören mit dem Stream. Ich laber nur noch Mist. Es ist eh bald vorbei. Danke.
Der da Weg aber nur noch in Tarkaron ist ja fast nichts. Und die Scheiße, die ich gerade im Kopf habe, bringe ich gleich mit zu Malte ins Stream. Und verbalisiere das dann ich da. Ich glaube, wenn der Stream vorbei ist, lege ich mich einfach nur noch ins Bett und mache die Pokémon-Liga. Ja, ich werde auch nebenbei Pokémon spielen, aber ich werde mir Malte sein Trauerspiel da angucken. Ich meine natürlich seinen Stream. Ein Baul ist ein jetzt aktueller Baul. Der große Baul meine ich schon, der dicke. Der nicht schwimmen kann. Mhm. Konnte der Kleine aber auch nicht. Das oder? Weiß man nicht. Das weiß man nicht. Man weiß nur, dass Baul als großer zu fett ist dafür. Was ich immer sehr ironisch finde. Er ist ein Wal. Wenn der Große nicht schwimmen kann, kann der Kleine doch eigentlich auch nicht schwimmen, oder? Als kleiner Baul war er noch klein. Also kleiner und noch nicht ganz so dick und fett. Da hatte er noch, ja, da war er noch normal. Wie war Maltes Nick nochmal? Seth, Zahl, 4, 6, Zahl, Zahl. Ja, 469. Wird schon richtig sein. Yes, Lego. Wir raiden ihn einfach nachher oder so. Ja! Aber bitte warnt ihn nicht vor. Haben jetzt sowieso schon 5 Leute gemacht, weil sie uns den Spaß nicht lassen wollen. Deswegen, und wenn ihr es an Malte weiter petzt, dann raiden wir nicht. Ganz einfach. Genau. So. Wenn da irgendwas von Raid bei ihm im Chat auftaucht, dann lassen wir es einfach. Nein, Jan hat schon mal geradet, glaube ich. Das war aber damals auch Malte, oder? Ich glaube schon, aber ich glaube, dass da er dann so, dass ich einfach zu Malte rübergeschickt habe, weil er kurz bevor er anfing. Ja, damit er mehr Zuschauer hat und das, ja. So, und jetzt hat die Stadt auch ihren Namen bekommen. Das Land der Hoffnung, Arnion. Flint City, ich meine. Genau, Flinttown. Flinttown. Flinttown oder Flint City? City klingt eigentlich eher zu groß, eher Flinttown. Oder Flillage. Quasi Flint und Village. Wäre jetzt Kotatsu hier. Wir hätten jetzt so gute Ideen mit Kotatsu. Ich finde Flint Village, Flinttown oder Flillage einfach. Flillage. Flinion. Flintopolis. Oh Gott. Was? Ja, Kotatsu hieß sie. Hm? Mhm. Kotatsu-Prinzessin. Ja. Oder auch Akira. Ja, ich weiß. Ja. Ich weiß gerade nicht, worum es im Chat geht. Ich hab keine Ahnung. Okay. Auf nach Tarkaron. Mit sehr... Wieso? Ach, ich bin über Saphias geflogen. Wap. Unnecessary Cutscene. Wap. Wow. Das war der Speedrun. Sidequest Cutscene. Das war der Speedrun. Auf Wiedersehen. Ich hab ganz vergessen, dass da noch was war. Egal. Tarkaron. Auch mit einer sehr schönen Musik. Vor allem der erste Teil. Also nicht der jetzt da ist, sondern gleich, wenn wir da reingehen. So richtig, sag ich mal. Wow. Das Ding kann man aber auch ewig weit erforschen. Das ist auch so riesig. Tarkaron? Ja. Tarkaron ist nur schrecklich, wenn man sich die Fellarms holen will, finde ich. Hm. Und, was ich erst durch dich gelernt habe, man kann den einen Aufzug jederzeit aktivieren, wenn man ganz oben ist. Ja, das geht. Das wusste ich die ganze Zeit über nie. Ich dachte erst, man muss wirklich die Fellarms dafür... Nö, den linken kannst du sofort machen, aber... Den rechten halt nicht. Tarkaron ist 3,92 Baul hoch. Ja, okay. Das könnte sein. Musik, das nennt. Ja, dann ist es OST. Lol. Ja, ein Tales-Spiel müsste man immer kaufen. So. Gute Musik. Oder guter Soundtrack. Gute OST. Gute Sag OST. Sag nichts Falsches, sonst wirst du wieder geflamed. Beginne. Das ist ja. Wie stark es bei mir jetzt wäre. Schwächer wahrscheinlich als das allererste Schwert. Weil ich kaum Gegner besiegt habe. Und die Stärke der Fellarms wird nicht in das nächste Spiel übernommen. Wäre auch ziemlich dumm. Sehr ziemlich hart. Ja, dann wäre Yuri wahrscheinlich bei mir schon auf 9999. Der Weg. Physischen Angriff. Ja. Und Rita wahrscheinlich auch. Und Raven sowieso. Also Raven. Ich glaube, Yuri ist in meinem
Let's Play Run mit seinem Fellarm ziemlich stark, weil ich da verdammt viel gekämpft habe. Nee, das ist doch richtig weg. Ich wollte gerade schon wieder umdrehen. Ja, ich glaube auch, Millie ist müde. Ja, das glaube ich auch, ehrlich gesagt. Ich sag mal so, ich habe bis jetzt nur die Kämpfe gemacht, die man noch machen muss. Ich würde mal gut und gerne sagen, ich habe 100, 150 Monster besiegt oder Gegner allgemein. Ich finde es im Endeffekt total erschreckend, wie lange dieses Spiel trotzdem dauert. Wer ist Millie? Dankeschön. Das war hart. Jetzt laber ich hier seit fast 8 Stunden. Naja. Nee, ich finde das total hart. Du machst gar nichts in diesem Spiel, nimmst du die wenigsten Monsterchen mit und alles drum und dran. Und es dauert trotzdem noch 9 Stunden. Hallo, Micha. Hi. Micha. Verdammt, ich wurde bemerkt. Ich habe das Skype-Fenster die ganze Zeit offen, deswegen habe ich dich gerade reinkommen sehen. Mist. Wir sind in Tarkaron, wie du siehst. Ja, ich habe mir gedacht, wir haben gerade in Saude passend nicht zum letzten Dungeon. Mhm. Wir haben einmal richtig dick gefailt. In Herakles. Ja, das habe ich gesehen. Ich habe zwischendurch noch gesehen, dass du einen Spielstand neu laden musstest oder neu geladen hast oder so, wahrscheinlich, glaube ich. Habe ich. Das waren, glaube ich, gut und gerne sogar vielleicht 5 bis 10 Minuten, die ich da verloren habe. Das war dann im Endeffekt doch zu viel und deswegen habe ich neu geladen und blöd, falscher Weg. Nochmal eine halbe Minute. Macht schon nichts. Blitzi, du warst auch verschwunden. Aber wir sind jetzt gerade erst bei 8 Stunden und 4 Minuten. Dann schaffst du die 9 locker. Jo. Wir haben auch vorher nachgeschaut. Der Rekord von Omega Revolution war bei 8 Stunden 3. Okay. Das ist gut. Ja, ich denke mal, eine Viertelstunde kommt jetzt vielleicht noch drauf. Ich weiß nicht, ab wo das dann wobei das sehe ich dann nachher im Game. Ja, den ganzen Xbox Live-Rekorden darfst du ja nicht trauen. Die sind ja alle bei minus 8 Sekunden oder weiß ich nicht. Wie auch immer die das geglitscht oder gecheatet haben. Ja, ich schaue einfach nachher dann. Ich schaue einfach dann hier im Menü danach, was dann hier steht, weil hier steht jetzt 9:41. Ja. Dann mal schauen, was der mir dann da anzeigt. Wow. So, hier könnte ich nochmal kurz failen, indem ich die Dinger in die falsche Richtung schieße. Kann man die überhaupt in die falsche Richtung schießen? Ja, aber dann du machst damit zwar nichts kaputt, es dauert einfach nur länger, bis du sie dann in die richtige Richtung haust. Ja gut, okay. Sollte aber recht flott gehen eigentlich. Ich glaube, den da vorne muss ich zu mir hinschießen, den nächsten. Und rollt dann hier runter und ja, das sollte gehen. Und dann hier rum und dann da rum. Den musst du in die Richtung schießen, aus der du kommst. Bom. So ein bisschen ein Pinball irgendwie. Bling, 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 bling. So, der nächste. Den muss ich quasi, glaube ich, auch in die Richtung schießen, aus der ich da dran gehe. Den da, die schießt dich dann quasi hier den Weg runter und dann rollst du wieder runter perfekt rein. Hast du nicht da hinten eine Kugel liegen lassen? Nee, noch nicht, da gehe ich ja gleich erst hin. Da ach so, links okay. Jetzt. Ja, gut. Ist auch perfekt rein. Mich verguckt. Welcher Boss war das nochmal, der mich jetzt über 30 Sekunden gekostet hat? Jetzt abgesehen vom ersten Ding jetzt hier, vom ersten Schworn. Ach ja, Gusios. Ja. War der einzige, der über 30 Sekunden jetzt doch gedauert hat in diesem Run. Naja, und halt das. Ja, wie gesagt, der erste zusammen Schworn. Mit Flynn. Der Kampf. Ja. Ja. Die vielen Monsterkämpfe, die kannst du nicht in unter 30 Sekunden machen. Außer du hast Rita und machst die ganze Tidal Wave und one-hittest alles. Ja. Die hast du aber in der Sequenz gerade sowieso nicht. Jo, so, speichern wir nochmal hier. Naja. Was auch sicher Zeit spart, das Ganze, wenn man nicht speichert. Ja. Das Omega sicher. Ich sag mal, gut und gern sind das vielleicht nochmal eine Minute. Ja, ein bisschen. Ja, aber bedenke, es hat dir den Arsch gerettet. Ja. Mhm. Gut, dass ich genau vor dem Kampf vor Schwan gespeichert habe. So, links oder rechts? Ach, da musstest du auch nochmal. Ja, ich musste den Kampf, weil das war der einzige Speicherpunkt, den ich vor Herakles hatte. Deswegen musste ich den Kampf gegen Schwan nochmal machen. Ach so, okay. Ja, gut. So. Sagi, zum letzten Mal. Nein, sag das nicht. Okay. Spoilers. Sagi nicht zum letzten Mal, wenn man den Final X Dungeon zuzählt. Ja, gut. Da kann man ihn noch 100.000 Mal. Machen wir auch über 30 Sekunden? Das weiß ich gerade gar nicht. Dürfte eigentlich nicht. Da.
Echt Crowman? Ich weiß es nicht. Ich glaube eigentlich ja nicht. Bin mir nicht sicher. So, hallo Sagi. 1, 2, 3 und zack und zick und zack und Booms und Bams. Oh Gott, der hat 300.000 HP. Ja. Solltest du schaffen. I will have you down until you are dead? Was? Sagi, du warst echt nie gut im Artikulieren. Guck ihn dir an, der kann bestimmt gar nicht mehr richtig artikulieren. Du kaputt. Don't get strikes again. Kling, 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 kling. Ja, die hat vorher schon, was war das, 108er-Kombo im letzten Bosskampf gemacht. Hm? Weil die gerade im Chroma-Kampf war das. Ah, Sagi auch über 30 Sekunden. Was meinst du, schaffst du den Endboss unter 30 Sekunden? Die erste Form vielleicht, die zweite wahrscheinlich eher nicht. Ja. Aber ich bin so gespannt, ob der seinen Mystic Art macht. Ich wollte gerade sagen, das krasse ist, Big Bang tut verdammt weh vom zweiten Duke. Ja. Und zwar richtig weh, selbst auf dem Level gerade. Nee, ich mache mir eher Sorgen um Bravest Peria, wenn er sich dann hochheilt. Ja, ich habe ja keine Fellarms. Stimmt. Stimmt. Ist ja langweilig. No. Oh, und ich bin nur deswegen in dem Stream geblieben. Scheiße. No. Brave Vesperia. Oder eher Bunny Vesperia gerade. Oh ja. Ob er das so sagt? Nein. Bunny Vesperia. No, das klingt so falsch, wenn man ever. Level 80 sind wir nebenbei schon. Moment, hat dann Barbatos ein Häschen? So ein Häschen an den Öhrchen gepackt, wenn er das dann sagt? No bunnies ever? Ich weiß es nicht. Ich finde den Gedanken gerade sehr schön. Ja, allerdings. Ja, die Vorstellung ist gerade sehr interessant. Noob, die doop, doop. Ja, warum die Fellas habe ich zwar aus dem Run davor, aber ich will. Zählt das dann auch, wenn man die Fellas? Nein. Wenn du die aufgewerteten Fellarms komplett hast aus dem Run davor, zählt das nicht. Dann hätte ich ja in meinem Speedrun auch noch den dritten Duke machen müssen. Vor allem fällt mir gerade, ich muss ja überhaupt erstmal auch die Fellarm-Quest dafür initiieren, damit das überhaupt passieren kann. Richtig. Die habe ich nicht. Richtig. Fellarm-Quest. Ich denke mal eher, es ist einfach möglich, dass du die Quest initiierst und dann erst die ganzen Sachen sammelst. Mhm. Damit das passiert und das habe ich halt nicht. Ja. Es gibt eine Fellarm-Quest? Dass du überhaupt bekommst. Damit initiierst du halt die ganze Quest. Du findest doch irgendwo an einem dieser Stein-Dinger. Irgendwie, ich glaube, den Speer oder so findest du. Ja, stimmt. In Miozo muss man ja den alten Opa da zutexten. So, das dauert jetzt nochmal ein kleines bisschen. Da kann ich gut und gerne sagen, das geht vielleicht nochmal 5 Minuten drauf. Wir sind bei 9.10 jetzt. Bei 92.10. Hier gehen noch ein paar Minuten drauf. Aber wir könnten das in 8,5 Stunden sogar gut schaffen. Ja, durchaus. Mhm. Von den Dingern musst du tatsächlich auch alle aktivieren, oder? Jo. Ja, gut. Prima. Du musst halt auch alle finden irgendwo. Ja, das ist ja nicht das Problem. Ja, du musst halt ein großes Zickzack laufen. Ja, muss halt ganz schön hin und her laufen dann. Und ich habe doch weniger heile Getränke ja, toll. An dir komme ich nicht vorbei. Weniger heile Getränke verbraucht, als ich dachte. So, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wie viele hast du noch? Ich bin jetzt, glaube ich, bei 48 noch. Okay, das ist gut. You pick the wrong. Und nebenbei Level 80. Das ist auch schick. Ja. Einfach mal so mit 10-facher Erfahrung einfach nur durchlaufen, die wichtigsten Kämpfe Level 80. Passt. Ja, die ganzen großen Kämpfe geben ja schon über 100.000 dann. Und der eine Gigant hat auch ein paar Level gegeben. So, kann ich da? Nein, da kann ich nicht weiter. Kann ich? Stimmt, ich glaube, alleine der Hermit Crab gibt ja 120.000. Oder 100. Das ist so viel, wie jetzt aktuell einen Boss gibt. Ja. Ich glaube, Alexei hat um die 100.000 oder 120.000 gegeben. Ja, das kommt hin. Nee, dahinter war nichts. Links auch noch was. Doof, dass man ständig hin und her laufen muss. Dafür hast du es ja gleich geschafft. Mhm. Ja. Sind fast durch hier.
So, war da nicht irgendwo noch ein Gegner, an dem ich nicht vorbeikomme? War das? Und Jan spielt es in Anführungsstrichen blind. Tue ich das? Die PlayStation 3 Version, ob du da einen privaten Save hast oder ob du es blind spielst. Ja, du spielst es blind. Quasi. Das ist der First Playthrough halt. Ja, es ist der erste Playthrough, das auf jeden Fall. Ich spiele es nicht blind, ich spiele es nicht verständlich quasi. New Blind. Ja, das neue Blind. Du spielst Spiele, von denen du die Sprache nicht kannst. Ja, du, was meinst du, was ich mit Schwarz 2 gemacht habe? Ich habe Schwarz 2 als in Japan ausgegeben. Ein Pokémon-Spiel auf Japanisch zu spielen ist nicht so problematisch wie ein Tales-Spiel auf Japanisch zu spielen. Schwarz 2 ist die Hölle. Weißt du warum? Nee. Erinnerst du dich an das Schiff, an das Piratenschiff von Team Plasma? Mhm. Erinnerst du dich noch dran, was du machen musstest, um da die letzte Tür freizuschalten oder aufzumachen? Mhm. Musstest etwas eingeben. Ein Passwort. Oh. Was du vorher rausfinden musst. Das musst du in Tales of aber auch. Ja, aber da kennt man das Passwort dann. Wenn man es schon mal vorher in der deutschen Version gespielt hat. Doch nicht. Es ist halt einfach die Hölle, dieses Passwort rauszukriegen. Und wenn du dann weißt, was das Passwort ist, dann musst du noch hinkriegen, das auf Japanisch zu schreiben. Oh. Was machst du auch so ein Scheiß? Ja, Mensch, ich konnte ja vorher nicht wissen, dass ich da ein Passwort eingebe. Auf Japanisch. Sag mal sowas wie Pokémon Rot, Blau, Gold. Ja, das geht. Das kann man. Ja, ja. Vor allem auf jeden Rot, Fall. Blau. Also vor allem die erste Gen kann man spielen. Mhm. So, war jetzt hier irgendetwas? Nein, dann war ganz rechts nochmal was. Ja, du musst es nochmal einmal nach ganz rechts und dann kannst du in der Mitte durch. Ja. Bei dem einen Skorpion geht's hinten noch. Waren die Wortwitze total nervig oder eine Bereicherung? Zu viel oder zu wenig? Jan und Millifi, was sagen wir dazu? Ich würde mal spontan behaupten, da ich die letzten Stunden nicht mitbekommen habe, zu wenig. Ich sage, Flynn, Schifo, Wortwitze können immer sein. Ja. Die werden niemals unlustig. Oh ja. Das flinde ich auch. Auch wenn wir den garantiert schon mehrmals hatten. Oh mein Gott. Läuft gleich. Ja, hier bei der Arbeit. Nein, du bist mein alter Ego, du bist nicht Gott. Ach so, verdammt. Ja. Nein, ich habe die Siegelstraße geschafft. Gott. Yay. Hat auch nur den halben Stream gebraucht. Yay. Yay. Mit gefühlt dreimal nochmal in die GTS schauen. Jetzt noch eben hier drüben die Fellarms aktivieren, dass man da hinkommen kann. Und der letzte Schalter. Wir stehen vorm Endboss. Es hat 5 Minuten gedauert, hier durchzukommen. Habe ich doch gesagt. Mhm. So, letzte Cutscene, bevor wir dann noch hochgehen. Die Stufen in letzte den Himmel. Katze. Seems like Duke. Ja, letzte Katze. Yay. Mau. This is the right. People and wow. Seth Repeat hat noch was dazu zu sagen. Ja, klar. Sagen, es ist sehr stimmig hier, dass dann die Musik hier komplett fehlt. So, wir sind jetzt bei 8 Stunden 16 Minuten. Ab hoch. Ja. Aktiviere den Lift. Nein. Ich komme sowieso hier wieder raus, von daher. So, jetzt erstmal wieder für ein paar Minuten lang XA gedrückt halten. Nein. Ich glaube, das kannst du sogar zu einem Teil nicht skippen. Ja, vor allem jetzt den Anfang. Das stimmt. Und ich glaube, dass kurz bevor der Kampf beginnt, kann man auch nicht skippen. It is inevitable. Was er da sagt. Die ganze Zeit laufen sie, aber jetzt den Weg zum Boss ganz ruhig und gemächlich gehen. Wahrscheinlich sind sie so außer Puste und denken sich so, jetzt gehen wir den Rest des Weges, damit wir nochmal ein bisschen Luft schnappen, bevor der Kampf losgeht. Oh ja. Weil du hast ja gesehen, was für Stufen das waren. Also ich wäre auch total außer Puste, wenn ich da hochlaufen würde. Mhm. Du musst dir gerade bedenken, sie sind gerade einen Turm hochgegangen, der 3 Baul 76 war, oder was wir gesagt haben. Was? 3 Baul 76? Was? Ja, das ist die neue Rechenheit. Wir zählen nicht mehr in Meter, wir Takaron zählen ist zum Beispiel auch etwas über 3 Bauls groß, glaube ich, war das. Ja, 3 Baul lang ist er. Also cool. Jedenfalls der Teil, wo Yuri runtergefallen ist. Aber wenn man bedenkt, wie viele Treppen die hochgelaufen sind, dann wäre man auch total außer Puste.
Nein. Und dann noch gegen Sagi kämpfen. Oh Mann. Also der wäre halb tot, wenn ich da oben wäre. Ja. Da würde ich Duke erstmal sagen, warte einen Moment. Lass uns das mal eine halbe Stunde ausruhen, danach können wir kämpfen. Mhm. Die Posen von Judy waren gerade schön. Sie wollte gerade irgendwas einnehmen, direkt in der nächsten wechselt sie ihre Pose schon wieder. So. Hm. Los, Duke. Mach dich bereit. Sag deine Worte. I'm ready. It is inevitable. Come. Schöne Musik. Wie viel hat er? 200.000. 2, 3. Ich kann die Ausrüstung nicht ändern. Nein. Fuck. Ich wollte mir ein Krona-Symbol geben. Weil er ja doch sehr gerne Statuseffekte vergibt. Ja, viel Spaß. Die Sache ist jetzt, wenn er mir jetzt Estelle irgendwie. Ja. Den Status verändert. Moment. Okay, sie kann es noch verwechseln. Krona, 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 Krona. Habe ich kein Krona-Symbol? Krona? Dachte, Krona-Symbol. So. Estelle darf auf keinen Fall, Statusveränderung abbekommen, weil sie uns dann nicht mehr heilen kann. Mhm. Weil er gibt doch sehr gerne, Statusveränderungen rüber. Stimmt. Ach, diese Musik bei Duke. Das kann man auch die nicht Musik bringen. Generell in dem Spiel. Mhm. Da waren wir auch vorher dabei, dass wir gesagt haben, dass das Spiel einen sehr schönen OST hat. Oh ja. Definitiv. So, der geflügelte irgendwas. Oder Duke. Der geflügelte war es erst später. Ja. So, 45.000 mit einer Combo. Dabei mache ich sogar, glaube ich, noch nicht mal eine allzu starke Combo. Wow, wie Rita einfach während Meteor Storm läuft, einfach mal direkt schon Bloody Holing macht. Das ist Rita. Das sind, und einfach noch 12.000. Und tschüss. Oh. Ach komm. Verdammt. Yes! Einfach mal aus Stilgründen. Oh, Moment, A drücken. Ich weiß, das kostet so ein paar Sekunden, aber ich wollte es jetzt einfach gerade. Ja, komm, das ist der epischste Abschluss, den man bringen kann. Ich hoffe mal, ich habe es gerade nicht viel zu falsch gelesen. Es waren 120 und nicht 12. Verdammt, ja. Ich habe falsch gelesen. Jetzt ist er bei 22 erst. Dann halt so. Ja, gut, dass er mal in die falsche Richtung geht. Doch nicht. Weißt du was? Hier. Ich wollte es stylisch machen und dann verkackt er es einfach. Verkackt er es? Er ist mir ausgewichen. Er hat's verkackt. Oh ja. Na, egal. Es sind unter 9 Stunden, mit Sicherheit. Lucifer. Gegen Lucifer kann man in der PS3-Version kämpfen. Echt? Oh. Ich glaube jedenfalls, dass es Lucifer ist. Das ist nämlich der stärkste Gegner des Spiels dann. Stärker als Kratos. Ja, Kratos ist jetzt auch nicht so unbedingt sonderlich stark. Gut, aber Kratos ist halt hier der stärkste noch. Ja. KP-mäßig und von den Attacken her. Ja, gut. Wenn man mal Bravest Parrier von seiner dritten Form absieht. Aber Lucifer oder der... Oh, wie hieß der? Spiral Draco. Ist der stärkste Boss in PS3-Version. Okay. Aus dem Spiral Draco sind nämlich die Fellarms gemacht, glaube ich. Hm.
Und da ja Duke sagt, dass die Fell Arms sind quasi die Kraft von den Lucifer, glaube ich, oder irgendwie sowas, gehe ich mal davon aus, dass der Lucifer der Spiral Draco ist. Das ist möglich. Aber schade, dass ich das falsch gelesen habe mit dem Mystic Art. Ich habe da echt eine Stelle zu wenig gelesen. Hm. Aber immerhin, der Mystic Art hat, glaube ich, gut 100.000 Schaden gemacht. Grob, ja. Hätte ich es ein bisschen später eingesetzt, hätte es gepasst. You can do it. So. Damit wären wir, glaube ich, fertig, weil alles, was jetzt kommt, kann man überspringen. Außer jetzt halt das Epilog, oder? Den Epilog, oder kommt er? Ne, ich kann speichern. So. Wir sind bei 8 Stunden 23 Minuten. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, vom Speicherstand her. Gehen wir einfach mal rein und schauen mal nach. Und ich habe nebenbei 11 Millionen Gold wieder gemacht. Also ich glaube, ich habe gut 1 Million gemacht während des Spiels. So, 8 Stunden 24. Ich bin zufrieden. Ich habe meinen alten Rekord um 1 Stunde und 20 Minuten verbessert. Kannst ja mal auf die Ranglisten schauen. Dafür müsste ich mich erstmal anmelden. Okay. Dafür müsste ich das alles erstmal einstellen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich, glaube ich, ein einziges Mal angemeldet. Okay. Weil ich kann es ja mal eben versuchen. Oh, ich gehe mir erstmal in die Xbox. Das wird jetzt eh noch nicht synchronisiert sein. Das wird jetzt wahrscheinlich eh noch deine alte Zeit drin haben. So, ja. Das dauert immer ein bisschen. Echt? Ich kann ja im Allgemeinen schauen, was es da auf dem Xbox Live so alles für Sachen gibt. Ich bin noch mal kurz AFK. Okay. Yes. 8:24. So, mit Xbox Live verbinden. Okay. Die Xbox-Konsole konnte keine... Ach ja, stimmt, weil ich es ja über Kabel gemacht habe. Okay. Moment, dann mache ich hier mal kurz das Bild weg, dann stelle ich das eben alles mal fix ein. Wie, du willst nicht, dass man das sieht? Mensch. Nein. Netzwerkeinstellungen. Nein. Drahtloses Netzwerk. Weißt du, man braucht einen Wireless LAN-Adapter? Na, hast du die alte Xbox? Ich glaube schon, anscheinend. Ist es eine weiße? Ne, schwarze. Es ist eine schwarze. Okay. Aber es funktioniert also, nicht mit. Zumindest ab der Slim hatten sie einen WLAN-Adapter drin. Also meine geht per WLAN. Und ich habe halt die, weiß nicht, Elite oder Slim oder weiß ich nicht, irgendwie sowas. Dann suche ich eben mal fix ein Internetkabel. Ich weiß, ich habe irgendwo eins. Unterhalte du die Leute. Ich bin gleich wieder da. Ja, ja. Ich versuch's. Ich tue mein Bestes. Hi. Alles schwarz. Alles schwarz, ja. Jetzt darfst du mit mir zusammen die Leute unterhalten, während Jan ein Kabel sucht. Okay, was machen wir? Weiß ich nicht. Party? Party hard? Party hard ist immer gut. Oh ja, ein WLAN-Kabel will er holen, genau das. Oh, das kann lange dauern. Ja, das hängt neben dem Eimer Pressluft. Ja. Am Siemens Lufthaken. Ach Gott. Das ist, glaube ich, eines der ersten Male heute, dass ich Micha und Midi getrennt sehe als Namen. Tatsächlich. Ja. Yay. Ach, Margus. Seriously. Was erwartest du? Es ist 23 Uhr. Ja, stimmt. Auch wieder warm. Da kannst du nichts mehr erwarten. Jetzt erst? Nicht schon früher? Ich meine, von uns beiden kann man sowieso den ganzen Tag nichts erwarten, aber... Das stimmt auch wieder. Mhm. Ja, ja, recht hast du. Damals, da war alles noch besser. Die Diskussion hatten wir vorhin, da warst du gar nicht dabei. Ja, da hatten wir die damals war alles besser Diskussion. Oh. Wir
Wir haben so unglaublich random gelabert, als du nicht mehr da warst. Oh. So, wieder da. Dafür habe ich Underworld gesehen. BB. Danke. Muss ich mal schauen. So, können wir uns jetzt mit Xbox Live verbinden? Niemals. Du kannst es versuchen. Ja. Ich hoffe mal, sowas wie Passwort und sowas ist alles eingespeichert, weil ich habe nämlich keine Ahnung, was es ist. Aber per LAN, wenn du per LAN dran gehst, wirst du sowieso nicht nach dem WLAN-Passwort gefragt. Ja, aber ich meine an sich für den Account. Das ist ein Account, meint er, glaube ich. Ach so. Ich darf erstmal Xbox Live aktualisieren. Das kann jetzt ein paar Stunden. Wenn ich bedenke, ich habe Xbox Live das letzte Mal vor 1-2 Jahren, vor 2 Jahren, glaube ich, trifft sogar ganz gut, benutzt. Okay. Ja. Ja. Das kommt gar nicht gut hin. Es könnte so das eine oder andere Update geben. Aber es geht gerade noch ganz schnell, wie man sieht. Oder auch nicht. Jetzt. Fertig. Okay. Jetzt haben wir erstmal eine schöne Laserlight-Show. Ich glaube, ich mache das Bild doch mal wieder aus. Das krackt gerade voll ab. Okay. Das passt zum Party Hard. Party Hard. Oh, ja. Was ist minimal? Was? Was macht ihr schon wieder für komische Wortwitze? Ja. So, mal gucken. Jetzt dürfte das Bild wieder, glaube ich, da sein. Ja. Warte. Wir haben das Bild zurück. Yay. So, bin ich jetzt online? Wenn ich wieder ins Hauptmenü komme? Nein, wir dürfen nochmal aktualisieren. Musst du jetzt ein Update nach dem anderen durchziehen? Ich habe keine Ahnung. Oh. Ich hoffe mal nicht. Ich befürchte mal. Nach der Aktualisierung startet die Konsole eventuell neu. Ich lasse das Bild so lange aus, weil wenn es gleich wieder ausgemacht wird, dann Party hard. Ja, genau das. Das könnte passieren, würde ich mal. Ich habe es trotzdem geschafft. 8 Stunden 24, ich bin zufrieden. Yay. Und 3 Sekunden. Das waren die 3 Sekunden, die ich am Ende verpatzt habe. Wegen Mystic Art und so. Ja. Wäre sogar unter 8:24 gelaufen, aber. Damit hast du meinen undurchgeplanten random Kackversuch um 2,5 Stunden unterboten. Ja. Ja. Willst du irgendwann besser machen? Kann man mal versuchen, wenn ich mich gut vorbereitet habe. Und wolltest du nicht erstmal den Level 15 erst mal, Run machen? Genau, erstmal wird der Level 15 Run gemacht, wenn überhaupt. Ja. Yay. Wobei der an sich ja auch recht fix geht, würde ich sagen. Ja. Sag dann vorher Bescheid. Den hast du in 3 bis 4 Stunden? Ja. 4 Stunden. Also irgendwas zwischen 3 bis 5 Stunden, wenn ich mir Zeit lasse, werde ich wahrscheinlich brauchen. Kannst dir Zeit lassen, so viel du willst, ne? Ja, eben. Und vor allem mit halbtoten Leuten rumlaufen am besten. Ja, das stimmt. Sprich, du müsstest quasi für den Kampf gegen Barbos ein paar Charaktere aufheben, mit denen du gut kämpfen kannst und die einfach dauerhaft tot lassen. Damit sie nicht zu stark sind. Genau, also sprich, Rita, sobald du sie bekommst, sterben und dann nicht mehr kämpfen lassen. Ja. Weil die dafür ja gar keine Erfahrung bekommen. Ja. Ja, Level 15, also es gibt ein Achievement, da muss man es bis zu Barbos schaffen. Und das, und du darfst, glaube ich, nach dem Kampf nicht höher als Level 15 sein. Gilt das eigentlich nur für den geführten Charakter oder für alle? Ich glaube, gar kein Charakter darf über 15 sein. Okay. Alle Charaktere zusammen dürfen nicht über 15 kommen. Ja, bei 7 Charakteren ist das ein bisschen schwer. Ja, ein bisschen. Im Durchschnitt nicht höher als 2. Ja, und das Traurige ist halt, selbst wenn du mit halber Erfahrung spielst und nur die Kämpfe mitnimmst, die wirklich fest sind, ist man, glaube ich, immer noch über Level 15, wenn man keinen der Charakter zwischendurch sterben lässt. Vor allem halt bei den Bosskämpfen. Macht es eigentlich Sinn, die Kampftechniken statt der halben Erfahrung zu nehmen? Dann kommt es drauf an, dann musst du dich aber ziemlich blöd anstellen, damit du nicht auch zu viel Erfahrung bekommst im Endeffekt. Richtig, richtig. Du musst dann, ich glaube, das wäre erst ein Versuch, erstmal auszuprobieren, wie du so wenig Erfahrung wie möglich daraus bekommst. Mhm. Weil dann lohnt es sich wirklich, solange du kaum Bonuserfahrung bekommst. Ja. Ich meine, wofür gibt es großartig Bonuserfahrung? Für Kombos sicherlich? Mhm. Für Todesschlagketten?
Jo. Für was noch? Gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, das mit den Kombos lässt sich relativ leicht umgehen. Ja. Immer nur, keine Ahnung, 1, 2, 3 Schläge machen oder so. Ja, oder einfach immer nur einzelne Artes. So, wir sind wieder drin. Yay. Xbox Live ist ready, das heißt, ich gehe jetzt ins Spiel rein und drücke irgendwie auf Xbox Live? Oder wie ist das? Du lädst den Spielstand und gehst dann in dem Datenmenü auch bei den bei den Einträgen, wo links so ein kleines Wellensymbol quasi dran ist, kannst du Ranglisten einsehen mit auf A drücken. Ah, okay. Hast du, glaube ich, bei Colosseum 30 schnellster Run, bei maximal Schaden, maximal Combo und bei schnellstem Abschluss. Und bei Tales of Draspi. Ja, Draspi. Ich bin dafür, du gehst jetzt nochmal nach Namco Bandai. Das habe ich Micha damals auch gesagt. Oh ja. Und Micha hat's gemacht. So, ja. Daten. Schnellster Abschluss. Ich bin auch bei Xbox Live angemeldet. Der hat mir eben gesagt, ich bin online. Mit Xbox Live verbinden. So. Es ist Xbox, es ist Microsoft. Erwarte nichts. Ja, naja. Es wurden geändert. Ja, komm. Dann gib mal her, ich akzeptiere mal, dass ihr mich ausspioniert. Ich warte danach das wahrscheinlich eh nie wieder. Ich muss jetzt gerade wieder an die South Park-Folge denken. Wenn er dich nach irgendeiner E-Mail abfragt, ob die funktioniert, sag einfach, nee, funktioniert nicht und dann. Oder drück einfach B oder so. Die Nutzerbedingungen. Aufgestellt im September. Akzept wirken ab Oktober. Yay, es geht. So. Schnellster Abschluss. Ja. Bitte warten. Ah. Top 20. Ja, 0. Ja, die Top 20 sind halt echt scheiße, weil die alle geglitscht sind. Kann ich auch weitere schauen? Du kannst dir die benachbarten 10 angucken und halt die Top 20 in jeder Rangliste. Benachbarte 10? Gar keine. Das ist komisch. Vielleicht nochmal einfach speichern und neu laden. Ich glaube, dann aktualisiert der das. Dann dürfte es ja bei den... Kannst du bei den anderen die Top 20 sehen? Ich guck gleich mal. Ich lade nochmal kurz neu. Okay. So, bei Nachbarte 10... zeigt er mir auch weiterhin nicht an. Komisch. Maximale Trefferanzahl? Top 20? Ja, natürlich. 999.999. Ja. Wenn man sonst nichts zu tun hat. Aber so benachbarte 10 zeigt er mir leider nicht an. Das ist komisch. Dann muss er wahrscheinlich vorher irgendwie nochmal aktualisieren. Maximaler Schaden. Was ist der denn? Chat ist so leer. Das macht mir Angst. Schnellste Runde, 6 Sekunden mit Rita, natürlich. Da müsste ich sogar, glaube ich, ja, da bin ich tatsächlich auf Platz 5 noch. Echt? Ja. Hier? Ja, ich durfte mich bei Xbox nicht Mifi nennen. Warum? Weil wahrscheinlich Mi drinne steht und Xbox sagt, nee, das ist von Nintendo. Nehmen wir nicht. Und du bist dieser MKR-Müffel. Ich bin Müffel, ja. Wie hast du das mit den 7 Sekunden geschafft? Das hatte ich dir, glaube ich, mal geschickt. Tatsächlich. Also nicht, wie ich es geschafft habe, sondern wie halt die Taktik ist. Da muss man halt noch ein bisschen Glück mit den Frames haben. Dass das Frame perfekt passt. Aber diese 2 Hundertstel, diese 2,5 Hundertstel kriege ich einfach nicht raus, egal was ich mache. Ich werde nicht schneller. Auch mit über 10.000 Magieangriff und schnellem Zauber und hast du nicht gesehen. Also im Endeffekt braucht man einfach nur noch ein bisschen Glück. Ja. Aber schade, dass das hier nicht angezeigt werden kann. Das ist tatsächlich echt schade. Na gut, dann gehen wir noch mal ein bisschen nach Namco Bandai und, keine Ahnung, spielen Poker. Oh ja, Pokern. So, für den Rest des Streams. Das war total schrecklich. Erster Playthrough, wolltest Tales of Vesperia. Wolltest du nicht für den Rest des Streams die Webcam auf den DS richten und die Liga machen? Nein. Stimmt, da war was. Was wolltest du machen, dass ich das mache? Verdammt. Aber er ist Müffel. Hat ein Recht darauf, das zu erwarten. Keine Ahnung. Diese Riesen-Kombo da, die man machen kann, ist eigentlich auch machbar, sag ich mal, aber das dauert einfach ungemein lange. Bla bla bla. Ja, es ist ganz bla, viel bla bla bla.
So, auf nach Namco Banda. Yay. Ich durfte gleich da sein. Ich finde das immer total toll, wie mich Blitzy permanent bei Pokémon spammt mit Fangkraft plus 3. Der DS liegt gerade nur da, ich bin im Pokémon Center. Und ich krieg permanent Fangkraft plus 3, herrlich. Ja, wenn da jemand seine Fangkraft leveln will. Da. Geht das noch höher als 3? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo das Maximum ist. Der glückliche Ort, Insel Namco Banda. Muss noch Eintrittskarten kaufen. Woher dieser Name bloß herkommt. Ich weiß es nicht. Niemand weiß das. 10 Gold. Oh mein Gott, wir müssen 60 Gold zahlen. Wir werden arm. Nebenbei nochmal kleine Anspielung an Abyss. Kann ich auch nochmal kurz zeigen, während wir gerade hier sind. So, in welchem Schuhfach war das hier? Genau, hier liegt ein Brief, darin steht für Ash von Natalia. Okay. Eine von den drei Tales of the Abyss Anspielungen in diesem Spiel. Bäh, bäh, bäh. Fui, bäh, bäh. Warte, von wem war der Brief? Von Natalia. Ja, das war ja klar. Das war ja klar. Dann ist noch eine von Cecilia, glaube ich, ist sie, an Frinks in Jormgon. Und auf der Rückseite der Tafel, wo dieser Typ in Nordopolica unten rumsteht, stehen nochmal die ganzen Charaktere aus Abyss mit so ein bisschen Charaktereigenschaften. So, okay. Wir befinden eine Chips erhalten. So, kaufen wir erstmal ein paar Chips. Ja, ja, komm. Gegen Galt. Gib mir mal. Oh Gott. 10.000 Chips kosten 3 Millionen. Ja. Gib mir mal 500. So, Poka! Yay, Pokern. 500 sind aber, glaube ich, gerade so der maximale Einsatz von Poker. Spiel. Ich glaube auch. Kannst dich ja hocharbeiten. Oh, einfach fängst direkt du erstmal mit 100 an. Alles setzen. Oder? Nein, ja, 500 direkt 500 ab dafür. Nein, fang erstmal mit 100 an. So. Die Chance, dass man da verliert, ist so gering. Die? Oder muss ich die wählen, die rausfliegt? Du musst die wählen, die rausfliegen. Ah, okay. Ja, toll. Es kommt direkt noch ein Raven. Fangen wir mal, du würdest einfach den Raven behalten. Jawohl, du hättest auf die 6 spekulieren können, aber das. So, die beiden fliegen raus und kein Flush. Da könnte ich eine Straße bekommen, die ich behabe. So, natürlich Einsatz verdoppeln. Toll, und da kriege ich eine 7. Hoch. Falsch. So. 7 ist echt fies. So, die weg, wir haben einen Drilling. So, wir haben eine 9. Richtig fies wird es erst, wenn du eigentlich schon einen Flynn hast, weißt 9. du, ein Ass und dann... Ich mach tief und es kommt ein Bube. Mhm. So, ja, noch ein Drilling. 7, tief, 10. 50-50 am Arsch. Oh, ich habe eine Straße bekommen. So, Queen, tief, danke. 6, hoch, Bube, nein. So, wir haben schon mal 1000. So, da haben wir einen Flynn. Und ein Paar rausbekommen. Cool. Da haben wir ein Paar. Und haben daraus einen Drilling gemacht. So, wir haben Ass. Nee, jetzt kommt der Joker. Danke. Le Queen. So, nein. Machen wir weiter. Moment, was mache ich da? Die kann weg. Das sind immerhin zwei Paare. Ja, aus einer 2 kommt noch eine 2. Sehr schön. So, was haben wir denn da Schönes? Nein. So. Noch ein paar. Perfekt. Komm, Flash. Schade. So, jetzt können wir mal auf 100 hochgehen. Jetzt haben wir wieder ein bisschen genug. Ich habe da einmal ein Straight Flash hingekriegt. So, ein paar kriegen Geld zurück. Flash hatte ich, glaube ich, nicht. Aber was ich tatsächlich mal hatte, war ein Fünfling.
Das war dein gesamtes Glück jemals beim Poker. Das wirst du nie wieder haben. Das ist leider wahr. Und wieder nichts gewonnen. Daraus kann vielleicht was werden. Ein paar immerhin. Also kann man alle auswählen, okay. Zwei Paare, wie auch immer. So, hoch. Hoch. Wir haben zwei Flints. Und ein Drilling. Ja, bei einer 10 will ich hoch. Sehr gut. Und bei einer 9 kommt auch die 10. Also ab und zu habe ich da echt eine schöne Gewinnsträhne und ab und zu verhaue ich es einfach mal. So, komm, einfach alles weg. Und da kommt nichts mehr raus. Mal gucken, ob ich mein Geld im Endeffekt erhöhen kann. Ich bin mit 500 da dran gegangen. Du kannst die Chips nicht wieder zurückverkaufen. Ich weiß, aber einfach nur, dass ich mit mehr Chips aus dem Spiel wieder rausgehe, als ich reingegangen bin. Ja, hast du ja quasi gerade schon. So ein bisschen, ja. Fast gar nicht. Wenn ich jetzt aufhören würde, aber es ist noch viel zu früh, um aufzuhören. Du, bei dieser Poker-Variante irgendwas großartig zu verlieren im Gesamten ist schwierig. So, wer jetzt kommt eine 2? Danke. So, wir sind schon mal bei 3000 hoch. Nein, die sind alle schlecht. Wenigstens habe ich irgendwie noch ein paar rausgeholt. Zwei Paare. So, gut, der Joker ist das höchste, das heißt. Ja, wir haben mal eben auf 3200 hochgepackt. Wir sind bei 6000. Na, 5. Schade, dann kommt Flynn und versaut einem den Run. Hey. Ja? Pass auf, was du sagst. Ich behalte Flynn. Danke. Und er hat mir wenigstens meine 100 gerettet. Zwei Paare. Eine 7, ich sag hoch. Eine 10, ich sage tief. Eine 3, ich sage hoch. Eine 9, ich höre auf. Nee, Moment. Das behalten. Das weg. Nix gegen Flynn. Paare. Ich flinde den klasse. Yay, Bube. Tief. Dann kommt natürlich die Queen. Oh, ich habe eine Straße. Was, die Queen kommt? Mit seinen Kapalores? Ganz genau der. Aber bitte auch mit der Kampfmusik. So, und wir haben über 10.000. Zack, wir sind die Pokerkönige. Ich fand sogar das andere Theme von die Queen besser. Das schnellere. Ja. Ich könnte mir theoretisch mit 10.000 einen Heiligen Rächer plus 1 kaufen. Oder ich könnte mir Spezialgummis kaufen und die dann verkaufen und daraus Geld machen. Das kann ich aber auch mal kurz mal demonstrieren. Ja, man kauft sich endlos Spezialgummis und verkauft sie dann für wie viel? 1.500 pro Stück oder so? Ja, ich schau gerade. Ich gebe einfach mal jetzt mein ganzes Geld mal für Spezialgummis aus. Dann haben wir auch gleich direkt mal eine Methode gezeigt, wie man gut Geld verdienen kann in Vesperia für die irgendwann mal die 10 Millionen erreichen wollen. Wobei die 10 Millionen sind eigentlich auch relativ leicht zu erreichen, wenn man den Final X Dungeon macht und einfach mal hier und da ein paar Sephiras ausrüstet. Ja. So, wie ich hatte 11.100, ne? Ja. Kaufen wir einfach mal 50 Stück davon und schauen mal, für wie viel wir die 50 verkaufen können. Verzweifelt das Chatfenster sucht. Und dann muss ich nochmal kurz gucken, wie viel die Umrechnung war. Wie viel ich Geld überhaupt da reingesteckt habe, sag ich mal. Für die 500 Chips. Ja, ja. So. Ach so, das Ding. Ja, das Kampfding finde ich sogar besser. Wie gesagt, XD nicht gespielt. 300 mal 500 macht 15.000. Und Cindy, ehrlich gesagt, ich habe momentan zweimal Google Chrome offen. Einmal für Facebook, einmal für Twitch. 3000. Ich habe Skype offen, habe in Skype noch 4 Fenster offen. Ja. Nee, das sind 150, oder? 300 mal 500? Was? 300 mal 500? Sind 150.000. Ja.
So, das heißt 15 mit 4 Nullen. Einfach die Nullen addieren und das, was vorne rauskommt. Jetzt muss ich nur Jorgen schnell mal finden. Wo war das denn nochmal? Da vorne. Ja, hier. So, wir haben 150.000 quasi reingesetzt als Startkapital. Mal gucken, wie viel werden wir jetzt mit 50. Ich habe jetzt auch nur 50 mehr gekauft. Das sind quasi 3.000? Ne, 5.000. Ja, 5.000 haben wir da. Wo ist denn der Verkäufer hin? Bist du der Verkäufer? Da. Ach ne, links der Kerle, der da. So, wir waren Spezialgummi, ne? Ja. So, verkaufen wir 50 Stück von den Dingern. 50 Stück geben uns 250.000. Mhm. Ich hätte theoretisch noch 61 kaufen können. Das ist, glaube ich, ein gutes, eine gute Methode, um gut Geld zu machen. Ja, definitiv. Beste wahrscheinlich. Ja, so genau. Neben Final X Dungeon durchkloppen. Ja. Gut. Damit wäre der Stream vorbei, würde ich sagen. Was? Geld! Money! So, wo stellen wir uns denn hin zum Speichern? The Final Save. Nach vorne. Hm? Nach vorne. Ich würde sagen, wir gehen nach Saphias zurück in zur Unterstadt da. Ja, das ist ein guter Abschluss. Zum Final X Dungeon, dann muss man, bevor man nach Saude geht, zu Pharaoh gehen oder zu Pharaohs Stein. Dort kommst du halt durch so ein Dimensionsloch in das alte Jormungand. Dort musst du mit einem Typen reden. Und wenn du das Spiel durch hast, musst du, glaube ich, einfach nur nach Dawngrest. Und dann... Ach Gott. Irgendwas... Hey, Moment mal. Dann ist irgendwie ein Erdbeben. Moment mal, wieso aktiviert sich jetzt die Dark Enforcer Quest? Obwohl du alle Schritte davor nicht gemacht hast. Ja. Hä? Das weiß ich nicht. Die Dark Enforcer Quest ist eine Quest, die man verpassen kann. Hä? Ja. Du kannst die Schritte, die du jetzt machen müsstest, verpassen. Du kannst die Quest im Nachhinein noch aktivieren, aber kannst halt die Schritte, die zum Vollenden der Quest nötig sind, nicht mehr machen. Ach so. Okay, das hat mich gerade ziemlich irritiert. Aber wie ihr schon sagt, deswegen Final X Dungeon, Dawngrest Erdbeben in der Nähe von Yuzuria, wo wir gerade eben waren, ist dann so ein Loch aufgegangen in der Gebirgskette und so. Und dort kommt man zum Final X Dungeon. Ach ja, die Cutscene war auch noch da, die ich aus Versehen ausgelöst habe. Wo wir, glaube ich, ein Brot bekommen. Ich glaube, Ted gibt uns da einfach ein Brot in die Hand. Oder war das? Das war eine andere Quest dann wahrscheinlich. Naja. Einfach nicht mit Leuten reden, sondern einfach nur zum Speicherpunkt gehen. So. Wunderbar. Yeah. Wie viel Mal auch immer ich jetzt durchgespielt habe, wenn ich mal so durchgucke, meine ersten Playthroughs. Mein allererster Playthrough, 43 Stunden. Oh, mein allererster war, glaube ich, bei 86. Dann habe ich ein bisschen was gemacht und dann... Nee, mein erster Playthrough. Gefahren, wie blöde. Da habe ich hier noch ein bisschen was gemacht, dann habe ich da noch einen Playthrough und dann habe ich... Da einen und... Das sind, glaube ich, die gleich... Moment, ich glaube, das hier ist der Playthrough, wo ich Kratos auf Unknown machen konnte. Ich muss mal kurz mal da reingehen. Ich muss mal gucken, wie viel Falschgeld ich habe. Wenn ich da 12 oder 13 Falschgeld habe, ist das der, den ich freigelassen habe, als ich Kratos of Unknown machen wollte. Hm. 12 Falschgeld. Jupp, das ist der. Der Kratos Unknown. Nebenbei, ich kann es mal kurz mal zeigen. Ich bin hier auf der Karte. Man sieht es da oben links. Dort ist der Eingang hier zum Final X Dungeon. Ja. So, aber das war jetzt erstmal genug für heute. Vielleicht werde ich irgendwann mal auch den Kratos Unknown-Kampf zeigen. Ich weiß es nicht. für heute war es auf jeden Fall erstmal genug. Vesperia. Ich bin auch fertig davon. Vor allem fertig jetzt. Gut. Gleich noch ein Speedrun. Go, go. Yay. Wie lange war das jetzt?
ab 13 Uhr. Zu lange. 10,5 Stunden. 10,5 Stunden Dauerstream. Oh mein Gott, ich weiß nicht, wie Emero seine 24 Stunden macht. Ich könnte das nicht. Erinnere dich, dass ich 11 Stunden alleine an Ingame-Zeit gebraucht habe, ne? Ja. Das war die Hölle. Nicht. Das war auch ziemlich hart, denke ich mal. Ja. Ich glaube, ich war letztlich bei 13. Alter, ist schon bei Tarzan, holla. Geht aber gut voran. 36 hat, Stunden. Stimmt, Emmy hat 36 Stunden gemacht, Alter. Genau, Micha, du hattest doch uns. Ich weiß nicht, ich warum besser gemacht. Er weitergemacht hat. Danke. Bitte. Ich muss euch auf jeden Fall danken, dass ihr dabei wart. So musste ich weniger reden. Kein Problem. Mhm. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder solche langen Streams machen werde. Wahrscheinlich eher nicht. Die anderen werden dann wieder so im gewohnten 3-4 Stunden Takt sein. Vielleicht auch mal 5, aber mehr muss nicht unbedingt sein. Danke an die Leute, die sehr viele schöne Wortwitze gemacht haben. Das war auch sehr schön. Mhm. Ja, wenn ich da diese Affenklappe hat, 24 Stunden, wahrscheinlich 24 Stunden LOL. Das kann man wahrscheinlich auch ganz locker einfach spielen. Wobei ein Speedrun ist, glaube ich, sogar noch recht angenehm zum Streamen. Boah. Es ist besser, als das Spiel richtig zu spielen. Da hätte man, glaube ich, ein bisschen mehr über das Spiel geredet. Jetzt haben wir ja, was haben wir geredet? Wir haben über Pokémon hauptsächlich geredet. Wir haben ein bisschen über das Spiel geredet. Wir haben ein bisschen über Tales-Spiele geredet. Wir haben über Deutsch geredet. Wir haben über Respektlosigkeit bei kleinen Kindern geredet. Wir haben über unsere Vergangenheiten geredet. Wie als Kinder. Schulzeit. Stimmt, die Schulzeiten. Wir haben den Vesperia-Charakteren Schulsachen gegeben. Wir haben versucht, ihnen Berufe zuzuordnen, was nicht ganz funktioniert hat. Pokémon-Typen. Ja. Pokémon-Typen. Gott. Es war sehr vieles und das alles landet auf YouTube. Oh, oh ja. Ich muss gucken, ich glaube, das werden einfach in 4 richtig lange Videos. 10,5 Stunden. Ich glaube, man kann nur 3 Stunden pro Video machen und dann auf YouTube packen. Ja, 4 Echt? Stunden. Ja. Ich habe mal ausprobiert, also ich glaube, mehr als 3 Stunden hat nicht funktioniert, auch wenn Twitch nur sagt 2 Stunden. Aber ich habe es auch mit 3 Stunden Videos oder knapp unter 3 Stunden Videos geschafft. Ja, Twitch sagt 2 Stunden, aber es geht mehr. Ich habe schon mehr gemacht. Deswegen einfach, ich werde es in 4 Videos unterteilen. Und das kommt dann einfach die Tage am Abend immer. Boah. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich irgendwer komplett anguckt. Auch wenn man es gut aufteilt. Es gibt diese Leute, die das tun. Oh Gott. Ich habe mir auch schon öfters mal einfach mal irgendwelche alten Streams von Christian oder von Emero oder DK einfach mal so, wenn ich gerade nichts zu tun hatte, einfach irgendwas im Hintergrund laufen lassen haben möchte. Dann dafür habe ich gar keine Zeit. Wobei ich momentan ein Let's Play von Christian nachgucke. Welches denn? Project Zero. Ah. Wollte ich mir mal antun, jetzt wo er den 4. Teil mal weitermacht. Dachte ich mir, hast sowieso nichts zu tun. Ich habe auch in letzter Zeit sehr viel alte Projekte von Christian geguckt. Was ich jedem empfehlen kann, guckt euch mal Out of This World und Heart of the Alien an. Was ich jedem empfehlen kann, das ist auch ein älteres Projekt von Jan und von Christian, Donkey Kong Country 2. Immer noch mein Lieblingsprojekt. Hat nicht bei Heart of the Alien irgendwie noch 5 Leute im Hintergrund gehockt und sich lustig gemacht? Oder war das bei beiden Spielen. Also bei Out of This World waren es, glaube ich, nur 3 oder 4. Bei Heart of the Alien war ich übrigens auch im Hintergrund. Man hört mich als Todescounter so etwa die erste Hälfte des Let's Plays durch. Danach hatte ich keinen Bock mehr. aber wenn man schon hört, es gibt einen Todescounter. Ja, Christian ist teilweise, ich glaube, im ersten ist er knapp 100 Mal, im zweiten ist er sogar über 100 Mal gestorben in dem Spiel. Und der hat sich teilweise auch sehr schön aufgeregt. Also man hat zwischendurch das Gamepad durch das Zimmer fliegen hören. Also wenn ihr so einen... Heutzutage gibt es ihn leider nicht mehr. Ja, leider. Heutzutage hat sich Christian richtig gut unter Kontrolle, aber früher gab es kein Projekt, wo er sich nicht mindestens einmal aufgeregt hat. Und Heart of the Alien und Out of This World waren Projekte, wo er sich ein kleines bisschen mehr aufgeregt hat. Weil die Spiele einfach so scheiße sind. Machen wir gerade Schleichwerbung für Christian? Nein. Niemals. Wann machen wir mal Schleichwerbung für irgendwen? Als ob er die nötig hätte. Ich glaube, da muss ich gleich erstmal einen Schluck von Schwippschwapp trinken. Der nur Schwippschwapp ist. Keine Ahnung. Nur Schwippschwapp macht dich schwappig.
Ja. Schwappschwappig, schwappschwippig. Wie auch immer, ich glaube, wir haben genug geredet. Okay, dann danke, dass ihr dabei wart, ihr beiden. Gerne. Ihr Stream. Kein Problem. Ich kann dann noch einmal gucken. Heute kam wieder so ein kleines bisschen an Donations mit rein. Dafür nochmal ein großes Dankeschön. Ja, das war's mit dem Stream. Genau, Raid. Danke, dass ihr das gesagt habt. So, wir gehen jetzt alle gleich mal rüber zu Malte. Also ihr alle. Ich. Und keiner sagt Malte Bescheid. Und ihr schreibt ihm jetzt alle mal... komm, was schreiben wir dem denn? Flinchy vor Erdbeermomente. Nein, ich weiß was Besseres. So. Ich kann am besten noch direkt mal den Link posten. Oh Gott. So, dahin. Okay, das Beta müsste quasi nicht mit reinnehmen, aber ich hatte es irgendwie komischerweise unter dem mit Beta noch gespeichert. Moment. So, dahin, kopiert es, schreibt es rein. Ich gucke rein. Oder machen sie schon? Los, machen los, sie los. Noch nicht. Gut. Do it. Ich gucke da auch mal eben rein. Jetzt geht's los. Ich möchte deine Reaktion hören. Ja, ich auch. Mhm. Wenn die Werbung erstmal vorbei wäre. Verdammt. Flint Schifo Raid Momente powered by. Was zum? Was zum? Millie. Oh, der eine hat Millie Vieh geschrieben mit Vieh, also richtiges Vieh. Das finde ich schön. Das für sowas finde ich schön. Einer? Super. Sehr gut. Da. Ja, das ist wohl ein Raid gewesen. Hallo, liebe Leute, hallo, liebe Neuankömmlinge. Ich versuche das Spiel so schnell es geht durchzuklicken, also versucht nicht bitte der Story zu folgen. Das also, wer Lust auf Kingdom Hearts 1.5 hat, geht mal zu ihm rüber und schaut damit. Ja, ich liebe dich auch nicht. So, ich werde jetzt aber nicht. Ich bin fertig für heute. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Stream. Tschüss. Tschüss. Tschüss.